Okay. Immer noch nicht. Guten Abend zum Waldabend. Mein Name ist Peter Wohleben, das habt ihr sicher schon gedacht. Und ich freue mich, dass ich mit euch heute den Abend so ein bisschen verbringen kann. Bei mir läuft jetzt hier so ein bisschen erstmal Werbung durch. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Checken hier doch so ein bisschen die Technik aus. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein Getränk an Seite gestellt. Wir sind ja 1,5 Stunden zusammen. Ich erzähle euch vielleicht erstmal, was wir machen. Wir verbringen den Abend zusammen. Ich werde euch ein bisschen was von den Bäumen erzählen. Ich habe euch auch ein paar alte Bücher mitgebracht. Geht ja nichts über altes Wissen. Vieles wusste man schon lange und da lese ich euch mal was draus vor. Und ihr könnt natürlich jede Menge Fragen stellen. Also schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Ich bin hier übrigens in den Räumen von Wohllebens Waldakademie. Unser Sohn Tobias hat dankenswerterweise die Technik gemacht. Da bin ich leider überhaupt nicht fit drin. Und wir haben hier gerade schon Blut und Wasser geschwitzt, damit das auch alles geht für euch. Aber jetzt starten wir mal erstmal mit den Bäumen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, oder auch noch nicht, bereiten die sich gerade aufs Frühjahr vor. Wir haben eine kleine Präsentation, dass wir mal mit den ersten Bildern gleich starten können. Die Bäume bereiten sich aufs Frühjahr vor. Die halten ja immer noch Winterschlaf. Und wenn sie aufwachen, dann kann man das teilweise sehen und teilweise kann man das auch hören. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, dass man mit einem angelegten Stethoskop das Wasser in die Bäume rauschen hört. Das kann jetzt tatsächlich gehört werden bei gutem Wetter. Da muss es also müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Es muss relativ warm sein, am besten so nach knapp 10 Grad drüber ist auch gut. Also solche Bedingungen haben wir nächste Woche teilweise. Und es sollte die Sonne scheinen. Dann kommt der Motor so richtig in Gang, dann wachen die Bäume auf und dann kann man das Wasser reinrauschen hören. Aber man muss ehrlich sein. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, zwischendrin mal das Stethoskop an was anderes zu halten, zum Beispiel an ein Stück Holz oder so oder an einen Zaunpfahl, dann hört ihr, ob das Rauschen nicht von euren Ohren kommt oder wirklich vom Baum, ne? Also da muss man ehrlich sein. Es muss windstill sein. Es ist zu hören, aber ganz, ganz schwach. Aber immerhin, die Bäume pumpen sich jetzt auf, weil sie aufwachen. Und wie wachen sie denn auf? Auch das ist ganz unterschiedlich. Also manche Bäume, wie zum Beispiel Apfelbäume, die zählen die warmen Tage und erst ab einer bestimmten Anzahl warmer Tage wachen sie auf. Bei Buchen zum Beispiel ist es so, die brauchen 13 Stunden Tageslicht. 13 Stunden Tageslicht, ja, wie zählen die denn sowas? Also Bäume haben ja keine Augen. So ganz sicher kann man sich da nicht sein. Es gibt Hinweise aus der Biologie, dass es doch so etwas wie Augen gibt, nämlich in den Blättern von ganz vielen Pflanzen, unter anderem auch von Bäumen. Aber da läuft die Forschung noch. Auf jeden Fall, Blätter sind lichtempfindliche Organe, da kann das ein Baum sicher registrieren, aber die sind ja noch nicht draußen. Und die Blätter sind aber eingepackt in den Knospen. Das habt ihr vielleicht auch schon mal als Kind gemacht. Geht übrigens auch als Erwachsener, indem ihr mal so eine Knospe auspackt und dann seht ihr, dass die Blätter da drin zusammengewickelt schon vorhanden sind. Noch nicht groß, aber sie sind schon da. Und die Knospenschuppen, die sind transparent. Und da kann Licht reinfallen in die Knospe und da kann der Baum das eben sehr wohl sehen. Ah, Tageslänge, 13 Stunden erreicht, dann treibe ich aus. Aber das reicht immer noch nicht. Buchen zum Beispiel sind extrem misstrauisch und wenn der Winter zum Beispiel mild war, treiben sie nicht früher aus, wie man das denken könnte. Das machen manche Baumarten auch. Aber die Buchen treiben dann sogar eher später aus, weil die sich vielleicht denken, das war noch nicht so der richtige Winter, der muss doch eigentlich noch kommen. Und manchmal haben wir den ja auch wirklich spät. Wir hatten ja schon mal, wie lange ist das her? Ich glaube 3 Jahre. Da hatten wir Anfang Mai noch minus 10 Grad. Da ist überall die Obstblüte erfroren. Ja, die zählenden Apfelbäume, die können sich auch vertun. Und die Buchen sind dann eben misstrauisch und sagen, nee, warten wir lieber noch ein bisschen länger. Also das passiert jetzt alles. Aber wir gehen mal einen Schritt zurück. Was ist denn überhaupt ein Baum? Ja, gute Frage. Wir gehen ja immer nach Arten. Also wir sagen, das ist eine Buche, das ist eine Eiche, das ist eine Esche, das ist eine Fichte und so weiter und so fort. Oder es ist ein Mensch, das ist ein Löwe.
Mittlerweile verschwimmen diese Artbegriffe in der Biologie, weil es eben nicht nur eine Art ist. Bleiben wir aber bei unserem Körper. Und da komme ich gleich wieder auf die Bäume zurück, keine Sorge. Auch in unserem Körper wimmelt es ja von Leben. Also das ist, vor einem Jahr hat man mal eine Meldung, eine wissenschaftliche reinbekommen, die stand aber auch überall dann auf NTV, im Spiegel, in allen möglichen Zeitungen, dass in unserem Gesicht Haarbalgmilben leben. Die sind so ungefähr einen halben Millimeter groß. Die haben sich angepasst, evolutionär. Ja, ich weiß, manche Sachen mag man nicht so gern hören, keine Sorge, ich komme gleich wieder auf die Bäume, aber das muss ich euch mitgeben, dass euer Kopf quasi wie ein Planet ist. Und diese Haarbalgmilben, die leben in den Haarfollikeln und die fressen da Talg. Das ist ja gar nicht schlecht, weil dann entstehen nicht so schnell Pickel. Also das ist wirklich so eine Koevolution. Diese Haarbalgmilben, die können auch nicht mehr sehen. Die müssen aber wissen, da komme ich gleich drauf, warum, wann es Nacht wird. Das merken die, weil der Melatoninspiegel steigt. Also ihr werdet von diesem Hormon schläfrig und die Haarbalgmilben wachen auf. Und sagen, hey, jetzt ist Nacht, jetzt geht's raus ins Gesicht. Und dann paaren die sich da. Viel Spaß, wenn ihr das nächste Mal abends ins Bett geht, heute Abend zum Beispiel, dann wisst ihr, dass da in eurem Gesicht Party gefeiert wird. Also, wir kommen jetzt zurück zu den Bäumen. Auch ein Baum ist wie ein Planet. Ein Baum lebt mit, ja, mit wie vielen Arten eigentlich zusammen? Das weiß man gar nicht. Auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen. Mit Bakterien, mit Pilzen, mit allen möglichen anderen. Bleiben wir mal bei den Bakterien. Ein Baum braucht zum Leben Bakterien. Wir übrigens auch. Wir würden alle tot umfallen ohne Bakterien. Und bei Bäumen ist es wahrscheinlich nicht anders. Da leben Bakterien auf den Blättern, auf der Rinde, an den Wurzeln, auch im Baum und ebenso auch Pilze. Und die machen da was. Die arbeiten alle zusammen. Und erst zusammen ist das alles ein Baum. Und nochmal, deswegen kann man gar nicht sagen, das ist eine Buche, sondern das ist ein Ökosystem. Oder modern würde man sagen, ein Holobiont. Wie eben so ein kleiner Planet. Was machen die da alles? Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Ihr habt vielleicht mal von dem Eschentriebsterben gehört. Da sterben durch einen eingeschleppten Pilz, der hat so einen kleinen harmlosen Namen, falsches weißes Stängelbecherchen. Klingt ganz niedlich, der Pilz kann ja auch nichts dafür, aber der ist eingeschleppt worden, wahrscheinlich aus Asien. Und der befällt die Eschen und bringt die zum Absterben, zum Vertrocknen. Ein kleiner Teil der Eschen überlebt das und man wusste lange nicht warum. Und da gibt es eine Studie aus dem letzten Jahr, hat man festgestellt, dass möglicherweise es an einer Bakterienart liegt, die mit der Esche zusammenlebt und ihren Stoffwechsel verändert hat. Und daraufhin wird der Pilz, also mit diesen Stoffwechselprodukten, bekämpft. Und das macht ja auch Sinn, dass die Bakterien und Pilze sich um ihren Baum kümmern, von dem sind sie nämlich abhängig. So ein Baum produziert wahnsinnig viel Zucker. Und andere Stoffe, ne, der wächst damit, also bildet Holz und Rinde und Blätter und Früchte, aber einen ziemlichen Anteil, das schwankt so ein bisschen in der Wissenschaft, 20-30%, lässt er über die Wurzeln raus für Pilze, für Bakterien. Ich habe es mal ausgerechnet, das können bei einer ausgewachsenen Buche Dutzende von Kilo reinem Zucker sein über den Sommer hinweg. Und dafür machen die kleinen Knilche was. Ja, zum Beispiel eben, wenn sie merken, meinem Baum geht es nicht gut, dann kümmern die sich um den. Gibt es aus dem Bereich der Pilze auch so ein bizarres Beispiel, dass ein Pilz, ich glaube, der ist mit Kiefern verbandelt, wenn der merkt, meinem Baum fehlt Stickstoff, der misst ihm sozusagen die Temperatur oder fühlt das Wohlbefinden wie so ein kleiner Arzt, dann fängt dieser Pilz an, Bodeninsekten zu töten, indem er Gift ausstößt. Und diese Bodenbakterien, die verwesen dann und der Pilz kann dann den freigesetzten Stickstoff dem Baum zu führen, damit es dem Baum besser geht. Also ganz streng genommen sind Bäume, zumindest solche, dann noch nicht mal Vegetarier. Das mal ganz nebenbei. Also fleischfressende Bäume ist mal was Neues. Aber ist ja ein Pilz zwischengeschaltet. Ja, also so reagieren Bäume. Und Bäume sind, auch wenn sie kleine eigene Planeten sind, eben nicht alleine. Da können wir schon mal so auf die erste Frage, die ich schon mal gesehen habe, eingehen. Bäume sind grundsätzlich erstmal keine Konkurrenten, sondern arbeiten in einem großen ganzen Ökosystem zusammen. Natürlich nicht alle, aber innerhalb einer Art ist das sehr weit verbreitet, dass es Kooperationen gibt. Das kann man auch nachweisen. Aber wir kommen mal zu den ganz kleinen Bäumen. Diese kleinen Bäume werden beschirmt von Mutterbäumen.
Ist übrigens ein forstlicher Fachbegriff, Mutterbaum, den haben schon die Gebrüder Grimm in ihrem Wörterbuch, die haben ja nicht nur Märchen geschrieben, sondern auch wissenschaftlich gearbeitet, in ihrem Wörterbuch aufgeführt. Und der erzieherische Schatten, auch das wird immer noch an den forstlichen Hochschulen gelehrt, weil man das einfach weiß, dass Mutterbäume sich um ihren Nachwuchs kümmern, den mit Schatten erziehen. Die machen es nämlich dunkel und dann müssen die kleinen Bäume schön gerade wachsen, weil wenn Licht nur von oben kommt, dann muss man eben schön stetig nach oben wachsen, aber langsam, schön gedämpft. Und jetzt gibt es eine Vielzahl von kleinen Bäumen und die können ja nicht alle durchkommen. Auch das habe ich mal ausgerechnet, ne? So eine Buche, die produziert so ganz grob über ihre Lebensspanne so ungefähr 1,8 Millionen Bucheckern. Und nur eine kann ein erwachsener Baum werden. Logischerweise, wenn der Mutterbaum irgendwann mal stirbt, wird genau eine Lücke frei für einen weiteren Baum. In einem Urwald sind ja sonst alle Stellen sozusagen besetzt. Also 1 zu 1,8 Millionen ist die Chance, dass aus einer Buchecker eine große Buche wird. Und die Frage ist, was passiert denn mit den ganzen anderen, die nicht groß werden? Da kommen erstmal die Wildschweine, die Rehe, die Hirsche, da werden die Bucheckern gefressen. Und dann werden die kleinen Sämlinge gefressen im Frühjahr, wenn sie rauskommen. Und dann wird das Geweih an den etwas größeren abgefegt. Und es kann ein Baum, der in der Nachbarschaft zusammenbricht, drauffallen und sie abknicken. Es können über kleine Wunden, die zum Beispiel Spechte in die Bäume hacken, Pilze eindringen, die den Baum abtöten. Übrigens, da kommen wir nochmal gerade auf den Frühling zurück und auf das Aufpumpen der Bäume. Jetzt sieht man, dass Spechte in so Reihen kleine Löcher in die Rinde hacken. Und das machen sie, weil sie gerne etwas Süßes trinken. Da kommt nämlich Baumsaft raus, da ist auch ein bisschen Zucker drin. Also ich habe es selber mal probiert, ich finde, es schmeckt eher so moosig-algig, aber die Spechte, die sind noch nicht so verdorben durch Schokolade und so Zeug. Ich esse übrigens gerne Schokolade. Und für die schmeckt das ganz offenbar süß. Und das kann man auch daran sehen, dass selbst Ameisen, die jetzt rauskommen, sich gerne um diese nassen Flecken, die sich dann bilden auf der Rinde, sammeln und diesen Saft auflecken. Also da ist Zucker drin, den lecken die Spechte auf. Und dann kann natürlich auch eine Infektion entstehen. Und ein Baum kann darüber sterben. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, wie ein Baum sterben kann. Das Unfallrisiko, Sterberisiko ist halt irre hoch. Übrigens war das in unserer menschlichen Gesellschaft ja früher auch so, zumindest in unseren Breitengraden hat sich das ja in westlichen Staaten deutlich verbessert. Früher hatten Familien 10 Kinder, davon haben 2 bis 3 überlebt. Und der Rest ist eben auch durch Unfälle, Verhungern, Krankheiten, Ähnliches eben verstorben. Und bei Bäumen ist das nicht anders. Also häufig wird ja gesagt, das sind Konkurrenten, die kämpfen da um Licht und Platz und so weiter. Nein, das ist ganz normal, dass Kinder in der Natur zu großen Teilen sterben. Also bei Tierkindern ist das ganz verbreitet, bei Vögeln, bei Eichhörnchen und so weiter, dass bis zu 80% des Nachwuchses das erste Jahr nicht überleben. Das ist normal in der Natur. Und bei Bäumen ist das Risiko halt noch viel, viel größer. Es sind halt Pflanzen, ja, die können nicht weglaufen. Also das ist das Risiko zu sterben eben sehr, sehr viel größer. 1 zu 1,8 Millionen, wie gesagt. Dann, das ist so die Rate, dass man ein großer Baum werden kann. Das ist übrigens bei Pappeln, also bei je kleiner die Samen, desto geringer ist die Chance. Pappeln haben ja sehr, sehr kleine Samen in so fluffige Watte verpackt. Da ist das die Chance, dass man da eine große Pappel wird, schlechter als 1 zu 1 Milliarde. Also die Buchen, die sind da schon noch gut dran. Aber zusammen können die eben einen wunderschönen, großen Wald bilden, je größer, desto besser, weil Bäume dann zum Beispiel ein eigenes Klima erzeugen können oder selber Regen machen. Ja, wie geht das denn? Ja, das ist also die Forschung ist da mittlerweile doch sehr, sehr weit vorangeschritten. Wie machen das Bäume? Bäume fangen jetzt demnächst ja wieder an, Wasser aus dem Boden zu pumpen. Und das Wasser, würde man normalerweise sagen, ist dann verbraucht. Aber das ist es nicht, sondern die pumpen das von unten nach oben. Beim Hochpumpen kühlt sich der Stamm schon ab und der Wald wird gleichzeitig gekühlt. Bäume mögen es nämlich nicht heiß, kühlen also mit dem kalten Grundwasser oder Bodenwasser erstmal die Stämme und dann wird das über die Blätter verdunstet, der größte Teil. Ein bisschen was wird für die Photosynthese gebraucht, aber der größte Teil wird verdunstet. Und beim Verdunsten wird, genauso wie wenn wir schwitzen, wird Kälte erzeugt. Wenn das Wasser dampfförmig wird, dafür brauchst du Energie, der wird der Luft entzogen, die Luft kühlt ab. Und das kann im Vergleich zur Freifläche, das wurde per Satellit gemessen,
locker 10 Grad ausmachen im Sommer. Im Durchschnitt wird es 10 Grad kühler in diesen Wäldern oder über diesen Wäldern. Und es bilden sich Wolken. Das Wasser ist nämlich nicht weg. Es bilden sich Wolken. Dann regnet es aber immer noch nicht. Denn damit sich Regentropfen bilden, Wassertröpfchen, muss es Kondensationskeime geben. Und die können Bäume ausstoßen. Das ist schon, ich finde es schon irre. Bäume können tatsächlich Regen selber machen. Die stoßen Kohlenwasserstoffe aus, zum Beispiel als Kristallisationskeime. Und sie stoßen Bakterien ab. Also so ein Baum hat ja, wie ich schon gesagt habe, überall eigene Ökosysteme. Ihr übrigens auch. Ne? Also keine Sorge, ich komme nicht mehr auf das Gesicht zurück, aber ihr habt in der Ellenbogenbeuge ein anderes Ökosystem als auf eurer Handinnenfläche. Übrigens rechts und links nochmal verschiedene Ökosysteme, eure Zunge und so weiter. Überall da leben verschiedene Bakterienarten zusammen und bilden ein eigenes Ökosystem. Und wir wissen übrigens in den allermeisten Fällen nicht, was die da tun. Denkt an die einzelne Bakterienart bei der Esche, die der Esche möglicherweise hilft zu überleben. Und wir sind von Tausenden, vielleicht sogar von Zehntausenden Bakterienarten besiedelt, Bäume eben auch. Und es gibt eben Bakterien, die auf Blattoberflächen leben und die werden dann mit dem aufsteigenden Wasserdampf mitentlassen in die Luft. Das können pro Quadratmeter Blattoberfläche bis zu 200 Bakterien pro Sekunde sein. Also wenn man überlegt, so eine ausgewachsene Buche, die hat über 1000 Quadratmeter Blattoberfläche. Da gehen auch schon einige Bakterien in die Luft. Und die bilden in den Wolken oder helfen, leichter Eiskristalle zu bilden. Unser Regen entsteht ja häufig in gefrorener Form in den Wolken. Ich glaube, es waren so 37%, also frag mich nicht, wie man genau auf diese Zahl kommt, 37% erhöhte Eiskristallbildung. Und dann regnet es anschließend eben wieder zurück. Also Wälder verbrauchen kein Wasser, sondern sie bilden Wasserkreisläufe. Natürlich haben wir jetzt eine Westwinddrift, also häufig in unseren Breiten haben wir ja Westwind auf der Nordhalbkugel und dann driftet diese Regenwolken, die regnen dann nicht genau in diesem Wald wieder runter. Also der eine Wald bekommt es von dem Nachbarn, gereicht das weiter zum nächsten Nachbarwald und dann rolliert das so über den eurasischen Kontinent und kommt irgendwann in China runter. Also das hat man vor ein paar Jahren festgestellt, dass in Nordchina der größte Teil, teilweise bis zu 100% des Regens, aus Westeuropa stammen. Und zwar aus dem Atlantik. Da steigt ja erstmal überall atlantische Tiefausläufer, kommen Regenwolken rein, regnen sich ab und dann werden sie durchgereicht durch den eurasischen Kontinent über Wälder. Also Wälder sind gigantische Wasserpumpen und reichen das Wasser durch. Das sind die sogenannten fliegenden Flüsse. Die hat man zum ersten am Amazonas entdeckt. Da hat man gemerkt, 3000 Kilometer vom Ozean entfernt regnet es immer noch genauso viel wie unmittelbar am Meer. Wie kann das sein? Und das haben, ich glaube, es waren russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die es herausgefunden haben, dass das die Wälder selber sind, die Regenwolken durch entsprechende Windbildung, also Wälder können auch Wind bilden, in die Kontinente reinziehen und es dann entsprechend regnen lassen. Dass es da Zusammenhänge gibt, das wusste man schon lange. Und jetzt kommen wir mal zum ersten Buch. Und danach kommen wir zur ersten Fragerunde. Also wenn ihr mögt, könnt ihr gerne schon mal was in die Kommentare schreiben. Ich hole mir dann gleich mein Notebook. Jetzt lesen wir mal vor. Also ich habe hier ein Buch mitgebracht. Oh, vorne rein. Ich hoffe, das fällt jetzt hier nicht auseinander. Und zwar ist das von Alexander von Humboldt. Ja, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich gucke mal gerade ein bisschen. Das ist von 1832. Also ist noch zu seinen Lebzeiten. Ich glaube, der ist 1856 oder so gestorben, hatte irre viel geforscht. Also war ein totaler Nerd, hat überall Messstationen hinterlassen bei zuverlässigen Leuten weltweit, hat wahnsinnig viele Sachen entdeckt, war ein gefeierter Wissenschaftler zu seiner Zeit, sehr geachtet und anerkannt und der wusste schon, dass Wälder das Lokalklima kühlen und dass sie für Regen sorgen. Und ich lese mal was aus dem Buch vor. Also er schreibt: Die Wälder sind als Kälte erzeugende Ursachen in dreifacher, sehr verschiedener Weise tätig, indem sie entweder den Boden gegen die Sonnenstrahlen schützen oder durch die Lebenstätigkeit und Porenausdünstung der Blätter eine große Ausdünstung von wässrigen Substanzen hervorbringen oder indem sie die Ausbreitung dieser appendikulären Organe, die Oberflächen vergrößern, welche durch Ausstrahlung für die größere Erkältung empfänglich sind. Diese dreifachen, gleichzeitig tätigen Ursachen, Schattenkühle, Ausdünstung und Strahlung, sind von so hoher Wichtigkeit,
dass die Kenntnis von dem Umfange der Wälder verglichen mit der kahlen oder gras- und krautbedeckten Oberflächen eines der interessantesten numerischen Elemente der Klimatologie eines Landes ist. Die Seltenheit oder der Mangel der Wälder vermehrt zugleich die Temperatur und die Trockenheit der Luft. Und diese Trockenheit übt, indem sie die ausdünstenden Wasserabläufe und die Kraft der Rasenvegetation vermindert, eine Rückwirkung auf das Lokalklima. Der großenteils kahle und unfruchtbare Länderstreif, der das Becken des Mittelländischen, des Kaspischen und des Aralsees umgibt, bietet den Typus der Erscheinung dar, deren schädlichen Einfluss die Industrie der ackerbauenden Völker durch künstliches Düngen zu vermindern weiß. Betrachtet man nur den Schutz oder den Schatten der Bäume, so findet sich die kälteerzeugende Wirkung derselben in der gemäßigten Zone am stärksten. Also, man sieht, der wusste das schon. Der wusste das schon, wie wichtig Wälder sind, und das scheint man heute so ein bisschen vergessen zu haben. Also Wälder sind auch in Bezug auf den Klimawandel unsere allerbesten Verbündeten, weil sie eben das Lokalklima massiv runterkühlen. Übrigens hat Alexander von Humboldt auch schon die Rückkopplung beschrieben. Also wenn, das hat er ja, ich habe es ja gerade vorgelesen, zusammengefasst heißt das, wenn es einmal trocken und warm wird durch Entwaldung, dann verstärkt sich das Ganze. Und es wird immer trockener und wärmer, es wird immer schwieriger, dort wieder Wald zurückzubekommen. Deswegen ist es wichtig, gerade jetzt aktuell in den Zeiten, dass wir die Entwaldung global stoppen. Am besten fangen wir mit Deutschland an. Deutschland hat ja schon Waldflächen verloren. Jetzt könnte man auch wieder vergrößern und das Lokalklima damit kühlen. Also aktuelle Aussage von Wissenschaftlern ist, dass man bei 10% Waldzunahme, zum Beispiel in einem Landkreis oder im Bundesland, wie auch immer, die Temperatur um 1 Grad absenken kann. Das wäre doch mal was. Und damit kommen wir zur ersten Fragerunde. Ich hole mir mal das Notebook hier rüber. Schau mal da rein. So, ich gehe mal noch mal ein bisschen nach vorne, dass auch diejenigen, die früh angefangen haben, Fragen zu stellen, eine Chance haben. Also, schadet es eigentlich den Bäumen auf dem Friedhof nicht, wenn die Namensschilder einer Baumbestattung mit Nägeln am Stamm befestigt werden? Also schön ist es für einen Baum nicht. Man sollte keine Nägel in Bäume hauen. Also man kann das, also ich habe ja auch schon verschiedene Bestattungswälder mit initiiert, man kann auch Schräubchen in die äußere Rinde drehen, das ist dann halt ein bisschen wackelig, manchmal fällt das Schild dann auch ab, aber Nägel in Baum hauen ist nicht gut. Übrigens, Alunägel sind auch nicht gut, wird ja manchmal empfohlen für Nistkästen. Alunägel nur deswegen, weil wenn man den Baum später verwerten möchte und sägt mit einer Motorsäge durch, dann ist es bei einem Stahlnagel, reißen die Motorsägenkettenglieder bzw. die Zähnchen ab. Und bei einem Alunagel kann man durchsägen, weil Alu weicher ist. Also das Material spielt keine Rolle, ein Alunagel ist auch nicht gut, am besten gar nicht rein nageln in den Baum. Gucken wir mal weiter, was haben wir noch? Was hier gut reinpasst. Hallo, schönen Abend Peter, mich würde besonders interessieren, welche Organisation man am besten für den Schutz der Karpaten-Urwälder unterstützen kann und wie hier die momentane Situation ist. Vielleicht vorneweg, Buchen oder alter Laubwaldschutz ist immer gut. Das machen wir hier auch in der Waldakademie. Da gibt es ein Urwaldprojekt, könnt ihr ja gerne mal auf der Homepage der Waldakademie nachschauen. In den Karpaten selber ist das Projekt Carpathia, was wir empfehlen können. Das haben wir uns auch schon selber angeschaut. Es wird mit C geschrieben, Carpathia oder Carpathia, wie das ausgesprochen wird. Da kümmert sich das Ehepaar Promberger in der Stiftung ganz rührend um den großflächigen Schutz der Buchen-Urwälder dort. Was haben wir noch? Hallo aus dem Steigerwald, Florian Tulli, hallo. Da geht es um das Thema Nationalpark, Buchen-Nationalpark. Ja, hoffe ich auch, dass der bald kommt. Wir brauchen in Deutschland dringend mehr Schutzfläche. Wir liegen jetzt aktuell bei noch nicht mal 0,7% wirklich geschützter Fläche, wirklich Wildnisfläche. Und darunter sind noch nicht mal alles alte Buchenwälder. Das sind unsere heimischen Regenwälder. Und es gibt ja noch ein paar davon, die sollten wir wirklich dringend schützen. Also wir brauchen mehr Nationalparks, auf jeden Fall. Ich habe gerade den Hinweis hier bekommen, wir sollten es lauter stellen. Geht das tatsächlich? Weiß ich gar nicht. Jetzt haben wir hier verschiedene... Ah nee, jetzt sagt schon jemand, das ist besser. Okay, Tobias ist schon nachgeregelt, aber es sind auch teilweise eben ältere Fragen. Gehen wir so ein bisschen durch. Also Ton ist anscheinend gut. Mittlerweile so, dann hier die Frage, hallo, wie stehen Sie zu Bibern? Tolle Tiere und so weiter, aber die fällen halt sehr viele Bäume. Ja, habe ich übrigens... War das letzte, was haben wir heute Sonntag, am Dienstag noch gesehen, Quatsch, Montag war es, im Nationalpark Eifel.
Die Biber. Natürlich fällen die viele Bäume, aber das sind die Wasserbauingenieure des Waldes. Da bilden sich Tümpel, da bilden sich Teiche, da kommen ganz viele Tiere zurück, Vögel, Fische natürlich, ganz viele Wasserorganismen. Und die halten das Wasser in der Landschaft, was ganz, ganz wichtig ist. Also die halten es vor allem im Wald. Und das ist ja genau unser großes Problem, dass auch die Wälder austrocknen und Biber machen genau das Gegenteil. Ja, und dazu fällen sie auch ein paar Bäume, aber man muss sich das ja so vorstellen, wir haben in Deutschland natürlich alles verplant. Ne? Alles. Also wir haben 20% für Siedlungen, wir haben 50% für Landwirtschaft und den Rest haben wir für Wald. Und auch den haben wir schön eingeteilt in Kästchen. Alles brauchen wir irgendwie und dann stört so ein Biber natürlich. Während er in großen, sich selbst überlassenen Wäldern hier und da Bäume fällt und Teiche anlegt, aber insgesamt den Wald dadurch massiv stärkt. Also Wasser kühlt ja auch zusätzlich, also das ist für den Wald ein Segen und da kann er gerne auf ein paar Bäume verzichten, wenn es dann eben gar kein kleines Restwäldchen ist, was wir Menschen dem Biber nur übrig lassen. Dann fällt so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Schaden natürlich stärker auf. Aber ansonsten sind Biber wirklich ganz, ganz tolle Tiere. So, jetzt gucken wir mal. Tobias hat nochmal nachgefragt. Ton ist jetzt gut. So, der Taunus in Hessen schmeißt die Behörde von Hubschrauber Pestizide auf den Wald. Weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das aktuell so ist, aber das wird teilweise oder wurde zumindest bis in die jüngste Vergangenheit so gemacht, mit verschiedenen Möglichkeiten. Da wurde ein Bacillus ausgesetzt, also Bakterienart, die so ein Häutungshemmer für Schmetterlingsraupen. Ist grenzwertig, weil man das, da geht es darum, um Insekten zu bekämpfen in der Regel. Und das ist natürlich ganz ungünstig. Also am schlimmsten sind so richtige Insektizide, die zumindest bis vor kurzem, vielleicht ist es immer noch so, ausgesprüht wurden, tatsächlich auch per Hubschrauber. Sowas wird übrigens regelmäßig von Oberverwaltungsgerichten verboten, weil das natürlich ganz ätzend ist. Danach ist ja alles tot an Kleinstlebewesen. Und was wir alles an Insekten im Wald haben, weiß man nicht. Dazu gibt es auch eine interessante Studie aus dem letzten Jahr, dass geschätzt alleine 2000 Zweiflüglerarten noch nicht entdeckt sind. Wahrscheinlich noch mehr. Und was sie genau machen, weiß man nicht, aber die sind im Ökosystem, weil sie irgendeine Bedeutung haben, ne? Sonst wären sie schon wieder weg. Und wenn wir da mit Hubschrauber Insektizide aussprühen, ist das natürlich ganz schlecht, weil eben dann wie mit einer Riesenkeule einfach alles platt gemacht wird. Das übrigens meistens wird es auch noch während der Brutzeit gemacht, da haben die Vögel auch nichts mehr zu fressen. Also ganz schlechte Idee, sowas zu machen, sollte man nicht tun. So, jetzt gucken wir nochmal Fragen, was hier auftaucht. Manchmal sind es auch nur kleine Statements. Achso, jetzt wird gesagt, nee, das sind keine Pestizide, das ist Kalk, um den sauren Boden entgegenzuwirken. Ja, also das muss man trennen, wenn ein Hubschrauber fliegt und was über den Wald ablässt, das können Insektizide sein, das kann auch Kalk sein, richtig. Kalk auszustreuen ist natürlich auch nicht ganz schlau. Das macht man gegen den sauren Regen, den es ja so kaum noch gibt. Es gibt übrigens auch natursaure Böden und wenn man jetzt Kalk drauf schmeißt, dann ist so die Rechnung, wenn ich was eine Säure habe und tue Kalk dazu, dann neutralisiert sich das. Naja, ganz so ist es nicht. Es gibt in der Landwirtschaft einen alten Spruch, Kalk macht reiche Väter und arme Söhne. Das heißt, dass dieser Kalk bewirkt, dass der Humus sich sehr viel schneller abbaut. Und Humus ist ein ganz wichtiger Wasserspeicher, ist ein wichtiger Lebensraum für unzählige Organismen. Und wenn der so verpufft, dann setzt er auf einmal ganz viele Nährstoffe frei. Das gibt erstmal ein beschleunigtes Baumwachstum und anschließend ist der Boden dann aber ziemlich ausgelaugt. Also so eine Kalkung mit Hubschrauber, das ist Landwirtschaft im Wald. Sollte man nicht machen, wird aber noch gemacht. Aber auch das lässt jetzt hoffentlich irgendwann mal nach. Was sind deine aktuellen wichtigsten Forderungen an die Bundesregierung? Das wäre schön, wenn jeder auf sowas hören würde. Also, wichtigste Forderung, sofortiger Einschlagstopp in alten Laubwäldern. Das ist ja auch Programm der Bundesregierung, steht auch in der Koalitionsvereinbarung, aber ist noch nicht so richtig umgesetzt. Also von mir aus gerne sofort, also alles, was sagen wir mal, älter als 80 oder 100 ist, erstmal unter Schutz stellen und erstmal einen Einschlagstopp machen. Davon haben wir nicht mehr so viel. Und nochmal, das sind unsere wichtigsten Verbündeten, um das hier einigermaßen erträglich zu halten im Klimawandel. Da sollte man auf gar keinen Fall mehr Holz rausholen. Ja, auch die Frage müsste man beantworten, wo soll das Holz dann herkommen? Wir verbrennen aktuell über die Hälfte des Holzverbrauchs in Deutschland. Wenn man das deutlich drosseln würde, dann bekämen wir ordentlich Luft, um mehr Wälder zu schützen.
Ja, ich sehe schon, es sind sehr, sehr viele kritische Fragen. Also nochmal auch hier zur Hessenforst, dass da Buchen und Eichen aus dem Spessart rausgeholt und nach China verkauft werden. Das ist halt, Forstwirtschaft ist halt relativ einseitig auf Holzproduktion ausgerichtet, noch. Aber unsere Hoffnung ist eben, und da tut sich auch gerade einiges, dass immer stärker auf den Klimaschutzeffekt gegangen wird und dass das den Waldbesitzern auch entgolten wird. Da gibt es übrigens schon fertig entwickelte Systeme, wie man Kühlungsprämien bezahlen kann. Das kann man ja alles per Satellit beobachten. Das müssen wir nicht mehr wie Alexander von Humboldt zu Fuß machen, sondern das kann man eben ganz einfach messen, bis auf 10 mal 10 Meter genau, und könnte dann parzellenscharf den Waldbesitzenden den Kühlungseffekt bezahlen. Je mehr Bäume im Wald stehen, je größer die sind, desto kühler ist der Wald und desto mehr Geld gibt es. Und dann kann man eben überlegen, nehme ich da Holz raus? Also Holz ist ein toller Rohstoff, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber wir verbrauchen einfach zu viel. Und dazu müssen die Preise eben auch ein bisschen hochgehen. Die Holzpreise sind in den letzten Jahrzehnten inflationsbereinigt massiv gefallen. Also früher, so nach dem Zweiten Weltkrieg, da konnte man noch 20 Waldarbeitsstunden von einem Kubikmeter Holz bezahlen, wenn das so gutes Holz, Bauholz, sowas in der Art war. Und heute, wenn man die eigenen die Kosten abzieht, da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Da reicht es vielleicht noch für zwei Pizzen oder so. Also das ist massiv gefallen. Das Holz muss wieder einen größeren Wert bekommen und dann geht man auch vorsichtiger mit um und kann auch Wäldern Zeit lassen, sich zu erholen. Gut, wir gehen mal weiter in dem kleinen Vortrag. Und ihr habt gleich noch Gelegenheit, keine Sorge, weitere Fragen zu stellen. Ich muss immer noch mal ganz klein bisschen gucken, wie wir in der Zeit liegen. So, schauen wir mal die aktuelle Katastrophenlage an. Ich schiebe gleich vorweg, wir bleiben heute im optimistischen Bereich, deswegen gucken wir uns aber trotzdem mal an, wie sieht es denn draußen aus? Und was haben wir denn für Chancen, was Gutes draus zu machen? Und da gibt es jede Menge, zum Glück. Wir fangen mal an mit den Waldbrandflächen, mit den Borkenkäferflächen. Da hat Deutschland ja aktuell insgesamt schon, ich glaube, 6.000 Quadratkilometer verloren seit 2018. Also die Waldfläche schrumpft. Offiziell natürlich nicht. Also wenn ihr da Offizielle fragt, die sagen, nö, die Waldfläche wächst. Ja, auf dem Papier schon. Also solange das eingetragen ist als Wald, zählt das auch als Wald. Aber natürlich nach internationalen Kriterien, wenn die Bäume weg sind, ist der Wald weg. Aber was macht denn der Wald da? Es wird ja aktuell viel gepflanzt, ne? Und Pflanzen ist ja ein Zeichen der Hoffnung, aber die Bäume haben es ja selber noch drauf. Also ihr seht jetzt im Hintergrund eine Fläche, das ist eine Waldbrandfläche von Treuenbrietzen. 2019 habe ich das im Mai aufgenommen. Und Tobias, kannst du mal weiterschalten ins nächste Bild. Das ist jetzt 14 Monate später aus einer Vergleichsfläche nebendran, wo man die abgebrannten Bäume stehen gelassen hat. Da hat man die verbrannten Bäume einfach stehen gelassen. Also auf der sandigen Fläche hat man es abgeräumt, wie das auf vielen Borkenkäferflächen der Fall ist. Da wird auch alles abgeräumt. Und auf der Nachbarfläche haben wir eine kleine Versuchsfläche gelassen. Ich glaube, wie groß war die? 30 Hektar oder so. Also 0,3 Quadratkilometer. Das ist nicht viel. Aber tote Bäume werfen eben Schatten. Tote Bäume speichern Wasser. Tote Bäume haben Biomasse, die Pilze und Bakterien verarbeiten können. Also da brummt das Leben weiter. Nur weil Bäume tot sind, ist der Wald nicht tot. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, wie viele zigtausende von Arten es gibt, die da zusammen leben und werkeln und arbeiten. Und ja, wenn Bäume tot sind, ist das dramatisch. Aber wenn man den Wald sich selber überlässt, sind die Bäume ganz schnell wieder da. Und man sieht das eben hier jetzt sehr schön. Das ist 14 Monate später, wie gesagt, auf der Vergleichsfläche. Auf der anderen Fläche wurde gepflanzt und die Bäume sind vertrocknet und nochmal gepflanzt und wieder vertrocknet und so weiter. Und hier, 14 Monate später, puff, ist alles voll Laubbäume. Und das sind in dem Fall sehr viele Zitterpappeln, aber auch andere Baumarten. Die sind nach 14 Monaten schon so bis teilweise über 2 Meter hoch. Wahnsinn, das war 2020 im dritten Trockensommer Brandenburgs, also südwestlich von Berlin, liegt der Treuenbrietzen. Und die wachsen da einfach. Das weiß keiner so ganz genau, wie die Bäume das machen, aber die machen das. Irre. Also wo die das Wasser hergeholt haben, nochmal der dritte Trockensommer in Brandenburg, wo es eh nicht viel regnet und im trockenen Sand, egal. Da stehen sie, die Zitterpappeln. Es können übrigens die heimischen Bäume sehr, sehr gut, nach wie vor. Also ich mache das ja, wenn ich mit der Bahn fahre, dann, man wartet ja ab und zu ein bisschen länger im Moment, dann gehe ich in den großen Bahnhöfen immer in den Bereich, wo die Bedachung aufhört und dann schaue ich mal, was wächst denn da im Gleisbett. Weil das ist ja für die Bäume der
Das Worst-Case-Szenario. Also Gleisbett, das heizt sich im Sommer, diese Schottersteine, irre auf, also teilweise über 60 Grad. Die Feuchtigkeit verdunstet auch sehr schnell. Dann kommt die Bahn und hat zumindest bis vor ein paar Tagen Glyphosat gespritzt. Das hat sie jetzt eingestellt, gerade die aktuelle Meldung gelesen. Also geduscht noch, ne, mit Pflanzenschutzmitteln. Man möchte da keine Bäume haben, kann ich ja auch grundsätzlich verstehen, weil sonst können ja keine Züge mehr fahren. Aber trotzdem wachsen da Bäume. Ich finde das immer total spannend. Also ich habe so meine Lieblingsbäume, das ist zum Beispiel in Hamburg, falls ihr mal irgendwann nochmal da seid, im Hauptbahnhof Gleis 14, da wo die ICEs Richtung Süden fahren, da wächst eine kleine Kirsche. In Köln-Deutz Gleis 11, auch ein ICE-Gleis, wo wirklich alle, weiß ich nicht, 20 Minuten ein Zug drüber donnert. Da wächst schon seit ungefähr 4 Jahren ein Feldahorn, der hält das da durch. Das sind heimische Baumarten. Nebendran übrigens, also nicht im Gleis, sondern am Bahnsteig, zwischen Bahnsteig und Straße, wächst eine heimische Rotbuche. Auch die sieht da sehr, sehr gesund aus. Und Köln ist nur wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Hotspot, weil es im Sommer wirklich heiß ist. Und gerade auf diesen Betonflächen und so weiter ist das wahnsinnig warm. Aber das halten die aus. Das ist wirklich verrückt. Tobias, ich weiß nicht, ob du mal eins weiterschalten kannst. Was, müssen wir gleich gucken, was die nächste Folie ist. Weil ich will euch mal zeigen, was Bäume alles so drauf haben. Es ist wirklich, wirklich ganz, ganz verrückt. Also wir müssen uns noch um die heimischen Baumarten nicht so viel Sorgen machen. Also wir sollten jetzt dringend aufhören, so viel CO2 auszustoßen. Aber wir müssen uns um die Fähigkeiten der Bäume in ihrem heimischen Ökosystem nicht allzu viele Sorgen machen. Weil das Ökosystem reagiert ja mit. Pilze und Bakterien reagieren mit. Die helfen den Bäumen, besser an Wasser zu kommen. Bäume stellen sich um. Bäume können auch lernen. Es wird ja immer so nach dem Motto, Deutschland sucht den Superbaum, geschaut, können wir nicht fremde Baumarten einführen. Aber dazu müssen wir noch erstmal gucken, was können unsere heimischen Bäume eigentlich? Und da deutet alles darauf hin, dass die wirklich wahnsinnig viel drauf haben. Bäume lernen über epigenetische Effekte, also das heißt, da werden Lesezeichen an den Genen anders gesetzt. Also Gene werden grundsätzlich in jeder Situation unterschiedlich ausgelesen, sonst würden eure Zehennägel aussehen wie eure Augen oder umgekehrt. Da ist ja genau derselbe Bauplan drin, aber er wird anders verwendet. Und man kann, das ist eine Forschung, die hat nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig an Fahrt aufgenommen und dann endgültig mit der Genetik, auch Erlebnisse weiter vererben, direkt an die nächste Generation. Also bei Menschen ist es bekannt, traumatische Erlebnisse, das geht teilweise bis in die dritte Generation und das wird eben über diese Lesezeichen an den Genen, die Elterngeneration setzt, an den Nachwuchs weitergegeben. Und das machen Bäume auch. Also Bäume können erstmal sehr schnell lernen, wirklich von einem Jahr aufs andere. Das hat man zum Beispiel bei den Iwenacker Eichen festgestellt, dass die 2018, 19, also sind die ältesten Eichen in Deutschland wahrscheinlich, vielleicht wirklich 1000 Jahre alt, so ganz genau weiß man es nicht. Die haben 2018, 2019 wirklich gelitten und 2020 im dritten Trockensommer auf einmal sich erholt. Und ihnen geht es momentan, soweit ich weiß, recht gut. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihre Blattform geändert, von Stiel zur Traubeneiche teilweise und teilweise sogar Blätter gebildet, die so aussehen wie die Pyrenäeneiche. Das ist ja eine ganz andere Art. Und ich denke, wie geht das denn? Also möglicherweise passiert sowas wie so eine Art Erinnern an die spanische Heimat. Da hat nämlich diese Eichenpopulation, aus der die stammen, die Eiszeiten überwintert und ist dann wieder über Samenausbreitung eben wieder zurückgewandert und Vogelflug. Und also diese Eichen lernen offensichtlich dazu, die verändern sich offenbar zusammen mit ihrem kleinen Ökosystem, was sie bilden. Und diese Lerneffekte, wenn man mit wachen Augen durch die Landschaft geht, die sieht man überall. Und diese alten, geschlossenen Laubwälder, die haben durch die Bank die trockenheißen Sommer gut überstanden. Es gibt so ein paar klitzekleine Ausnahmen, wenn die auf Böden stehen, die halt kaum Wasser halten. Da wird es eine Baumartenverschiebung geben, zum Beispiel von Buche eher zur Eiche hin. Aber grundsätzlich haben diese alten Wälder das gut überstanden, vorausgesetzt man stellt denen eben kein Beinchen, indem man sie zu stark ausdünnt oder mit großen Maschinen reinfährt. Das sollte man nicht tun, weil der Boden eben wasserspeicherfähig sein muss. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Experiment oder Versuch, der gelaufen ist in Deutschland unter dem Namen KROOF, also K-R-O-O-F. Also falls euch das interessiert, was ich gleich erzähle, das könnt ihr mal in einem Podcast nachhören. Wir machen ja auch hier einen Podcast. Peter und der Wald heißt der, könnt ihr auf allen Plattformen streamen, die es gibt. Machen wir zusammen mit Geo.
Und da habe ich mich mal mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen dort unterhalten. Was haben die gemacht? Die haben Dächer gebaut unter die Baumkronen, sodass da kein Tropfen Regenwasser runterkommen konnte und in den Boden noch so eine Art Spundwände eingezogen, damit von der Seite kein Wasser in den Boden eindringen kann. Also, und dann von April bis Oktober den Boden quasi ausgetrocknet. Also Regen ist ja nicht mehr angekommen da unten. Und das haben die 5 Jahre hintereinander gemacht. Und das haben die Bäume überlebt. Unterschiedlich gut. Also die Fichte hatte eher dran zu knabbern. Die Buche hat sich sehr viel schneller erholt jeweils. Und das deckt sich mit einer Forschung aus der Schweiz, wo man untersucht hat, was für Wasser die Bäume verwenden. Verwenden sie eher Sommerwasser oder Winterwasser? Und Buche und Eiche zum Beispiel verwenden hauptsächlich Winterniederschläge. Und das war echt eine Überraschung, weil wir gucken ja immer auf die trockenen Sommer und sagen, oh, wenn der Sommer so trocken wird, ganz, ganz furchtbar. Ja, das ist nicht schön. Und das ist für die Landwirtschaft auch richtig übel, weil ne, die typischen Feldfrüchte, die brauchen den Sommerniederschlag. Die sind ja im Winter in der Regel überhaupt noch nicht da. Aber unsere heimischen Waldökosysteme hängen offenbar sehr viel stärker von den Winterniederschlägen ab, als wir gedacht haben, und von den Sommerniederschlägen sehr viel weniger. Also wir müssen auf den Winter schauen, ob der Winter nass ist oder nicht. Da können wir natürlich nichts dran ändern, gar keine Frage. Aber es wird dadurch eben erkannt, wie wichtig der Boden als Wasserspeicher ist. Also unter so einem Quadratmeter Waldboden können sich bis zu 200 Liter Wasser speichern. Und die kann der Baum eben über den Sommer dann nachher wieder schön abrufen. Das sind Dutzende von Kubikmetern, die sich da im Wurzelraum eines Baums speichern im Boden. Und so eine ausgewachsene Buche, die kann am Tag, wenn es ein richtig heißer Sommertag ist, bis zu 500 Liter Wasser raushauen. Das verbraucht die ja nicht, sondern die pumpt es aus dem Boden raus in die Blätter, verdunstet einen Teil davon. Und ihr wisst ja schon, es bilden sich dann wieder Wolken und das Wasser kommt ja wieder zurück. Vorausgesetzt, der Wald ist eben nicht zu klein und die Wolken driften dann irgendwo anders hin. Und vorausgesetzt, der Wald ist nicht zu stark ausgedünnt, dass die Sonne überall reinscheinen kann und heizt diesen Wald stark auf. Das nennt übrigens Förster nun mal ganz nebenbei im Fachjargon Heißschlagen. Also man weiß das alles eigentlich schon länger. Und darin liegt ja eine große Chance. Also wenn wir nochmal, wenn wir das Thermostat lokal zurückdrehen wollen, also müssen wir jetzt gar nicht auf die Chinesen, die Inder, die US-Amerikaner und so weiter, wie es immer heißt, warten. Nein, wir können es hier lokal dämpfen, den Klimawandel, und zwar ganz massiv. Und das ist eben das Schöne daran, das haben Bäume nach wie vor drauf. Und ich glaube, Tobias, wir hatten hier auch so ein Kuhbild drin. Ich weiß nicht, ob wir das mal zeigen können. Keine Sorge, ich komme jetzt gar nicht auf das Thema Fleisch. Das wäre was für einen anderen Abend. Nein, es geht darum, was passiert eigentlich, wenn wir fremde Baumarten reinholen? Das kann man an so einem Weidebild eigentlich ganz schön zeigen. Fremde Baumarten. Also ihr kennt das vielleicht, Klimawandel, es machen sich ja alle Sorgen, auch Försterinnen und Förster. Sind übrigens keine schlechten Menschen, die machen sich genauso Sorgen. Es wird ja um Konzepte gerungen. Was kann man da tun? Und dann ist eben eine Idee, die klingt ja auch logisch. Wir holen uns Baumarten hier rein, die aus heißen Regionen stammen, die müssten doch mit dem Klimawandel gut zurechtkommen. Jetzt haben wir aber zwei entscheidende Probleme. Das erste ist, wenn wir jetzt einen Baum pflanzen, der soll, sagen wir mal, 100 Jahre stehen, dann würde mich mal interessieren, wie ist denn das Klima in 50 Jahren? Das würde ja schon reichen für den Anfang. Das weiß ja keiner. Also wer das Klima für einen Zeitraum von 50 Jahren vorhersagen kann, der oder die Person mag mir doch gerne mal die Glaskugel leihen für die Lottozahlen. Das wäre viel einfacher, die Lottozahlen für nächsten Samstag vorherzusagen. Kann man nicht. Also die Tendenz, logisch, es wird heißer. Ne, da werden wir nichts mehr daran ändern können, selbst wenn wir jetzt auf die Bremse treten. Aber lokal, wie wird lokal das Wetter geschehen? Das weiß kein Mensch. Ne? So, das ist das eine. Also Klimawandel kann durchaus heißen, dass wir auch richtig harte Winter zwischendurch bekommen. Es verändern sich ja ganz, ganz viele Dinge. Der Golfstrom schwächt sich ab und so weiter und so fort. Der Jetstream leiert so ein bisschen rum. Also da kann ganz viel passieren. Das wissen wir alles nicht, was das lokal für Auswirkungen hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, was macht denn das eigentlich mit dem Ökosystem? Es wird ja viel zu wenig in Ökosystemen gedacht. Das ist ja wie ein Organismus, so ein Wald. Ne? Und wir kennen logischerweise die großen Teile besser als die kleinen. Die kleinen kennen wir ja gar nicht. Ist so ein bisschen so ähnlich, als wenn wir eine Taschenuhr bauen wollen. Also ich würde sagen, Mensch, ich baue mal eine Taschenuhr selber und habe ein Gehäuse, ein Ziffernblatt und zwei Zeiger. Das wird im Leben natürlich keine Taschenuhr.
Das Einzige, was passiert ist, sie zeigt genau zweimal am Tag die richtige Zeit, nämlich zufällig. Und innen drin ist nichts. Und wenn ich das Ganze, den ganzen Kleinkram nicht kenne, die ganzen Zahnrädchen, dann wird diese Uhr niemals laufen. Und so ähnlich ist das eben wahrscheinlich auch mit diesen eingeführten Bäumen, die wachsen. Keine Sorge, ja, die wachsen doch hier. Ja, ja, aber die bilden eben kein robustes, resilientes Ökosystem. Und dazu kommen wir jetzt nochmal zu einem Vergleich mit der Viehweide. Bloß weil wir das Ding Baum nennen, macht das keinen Wald. Die ganzen Bakterien, Pilze und so weiter, die sind ja auf ihren Zucker von ihrer Buche angewiesen. Und dann kommt jetzt so eine Atlaszeder daher, die gepflanzt wird, oder eine Esskastanie oder eine Roteiche oder irgendwelche Baumarten. Und wir geben dem Bodenleben das als Nahrungsspender. Dann ist das so ein bisschen so ähnlich, als wenn man bei uns sagen würde, also wir Menschen, wir sind Grasesser, ganz überwiegend. Also ich und ihr, wir essen alle als Hauptnahrungsmittel Gras. Also ich meine jetzt nicht rauchen, sondern essen. Und ja, also Mais, Weizen, Hafer, Gerste, Hirse und so weiter. Das ist alles Gras. Also Gras ist eines der weltweit der wichtigsten Nahrungsmittel. Und wir würden uns einfach sagen, ach Mensch, Gras ist doch Gras. So wie Baum ist Baum, pappalapapp. Und sagen, weidet doch auf dieser Viehweide. Und zwar für den Rest eures Lebens. Ist doch Gras. Könnt ihr doch auch essen als Menschen. Und dann würden wir alle miteinander verhungern innerhalb von 3-4 Wochen. Und das machen wir mit diesen Bodenorganismen, wenn wir fremde Baumarten herbringen. Das sollte man also nicht tun. Und es gibt, fand ich ganz süß, eine Untersuchung, ich glaube von der Hochschule Weinstefan war die, da hat man südeuropäische Weißtanne in den Schwarzwald gebracht und die wächst da nicht so gut. Und dann hat man das molekulargenetisch untersucht und festgestellt, es sind die Pilze. Also bloß, sonst wäre die Idee ja gut. Also dass man einfach sagt, man hilft den Baumarten zu wandern. Ne? Der Klimawandel verschiebt ja so ein bisschen die Klimazonen, eher Richtung Norden. Dann hilft man den Baumarten einfach beim Wandern, damit es schneller geht. Wir schieben die sozusagen über den Zebrastreifen. Ja, und das wurde eben untersucht. Und es klappt aber nicht so richtig. Ja, es liegt an den Pilzen. Also der Pilz sagt, nein, das ist nicht meine Weißtanne, die nehme ich nicht. Und dann sagen wir, aber doch, das ist doch eine Weißtanne, das ist doch exakt genetisch dieselbe Art. Und der Pilz sagt, nein, stimmt nicht. Und da sieht man mal wieder, das sind menschliche Kategorien. Also erstmal Baum, ne, Baum ist Baum, papplapapp. Und in dem Fall sogar ist es sogar dieselbe Art, muss doch passen. Aber wir wissen ja mittlerweile, ne, ich habe vorhin schon mal erläutert, nur weil wir sagen, das ist die Baumart, was ist denn mit den ganzen Bakterien da drin, mit den Pilzen, die da zusammenleben? Und das ist ein eigener Kosmos und nur weil der eine Bestandteil, nämlich Weißtanne, von diesem Baumkosmos stimmt, stimmt der Rest eben möglicherweise nicht und in dem Fall sagen die Pilze, nö, lehnen wir ab. Brauchen wir aber zum Glück auch alles gar nicht. Wir können vielleicht nochmal das schöne Waldbild reinnehmen, Tobias. Beziehungsweise, Quatsch, ich lehne erstmal was vor. Thema Organismus. Moment. Und dann machen wir nochmal eine Fragerunde. Also, ich habe mal was mitgebracht zum Thema Waldorganismus. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern, da kommen wir mal auf jemanden zurück, Alfred Möller. Das ist ein Forstwissenschaftler, der hat die Hochschule Eberswalde geleitet in Brandenburg. Und der hat ein Buch geschrieben, Der Dauerwaldgedanke. Auf dieses Buch beziehen sich bis heute Ökoförsterinnen und Förster. Also ich will nicht sagen, das ist die Bibel, weil die meisten haben es nämlich vergessen. Die denken, die wirtschaften danach. Aber dazu sollte man mal das Buch lesen, dann merkt man, das ist teilweise nicht so. Ich lese mal eine kleine Passage draus vor. Mal gucken, wo ich hier angefangen habe hier. Wo geht es denn hier los? Muss ich gerade noch mal schauen, wo der Begriff auftaucht hier. Ja, fangen wir mal an hier. Warte, Moment, wo war das denn hier? Sorry, ich muss mich immer ein bisschen orientieren. Ein Organismus kann seine Lebensfunktion kräftig nur erfüllen, wenn er vollkommen in allen Teilen gesund ist. Eine Funktion des Waldorganismus, da führt er den Begriff ein, die für uns praktisch wichtigste ist die Erzeugung von Holzringen, also Jahresringen meint er damit. Sollte diese nachhaltig dauernd, also ungestört in größter Menge und Güte ausgeübt werden, und das ist ja wohl das Ziel waldbaulichen Strebens, so muss der Organismus gesund sein. Der Wald muss auf den unbedingt in allen Teilen gesunden Zustand gebracht werden. Und wenn er sich in diesem Zustand befindet, in ihm dauernd erhalten werden. Die Stetigkeit des Waldwesens muss erhalten werden. Das also wurde die grundlegende allgemeine Forderung des Waldbaus. Das war 1900, ich muss gerade gucken,
Mann, das Buch ist, ich glaube, es ist von 1922. 1922 ist übrigens tragischerweise das Todesjahr von Alfred Möller. Der wurde da, ja, man könnte sogar sagen, weggemobbt von einem Alfred Dengler an der Hochschule und auf den Grundlagen von Alfred Dengler, das ist also ja, wirklich ein konservativer Forstwissenschaftler gewesen, der hat gesagt, papp, Organismus, Quatsch da, ne, das ist alles Pillepalle. Der ist auf den klassischen Waldbau zurückgegangen und hat das alles wieder verworfen. Alfred Möller ist daraufhin verstorben. Also ich war auch mal da in Eberswalde, habe mir das angeguckt, das ist ganz tragisch. Der war wirklich ein ganz, ganz feinfühliger Mensch, der das alles verstanden hat, wie das alles zusammenwirkt. Der hatte da, glaube ich, auch so ein Mooslabor und ich war auch in seinem Wald dort begraben. Und ja, auf den Grundlagen seines Widersachers, Alfred Dengler, wird bis heute Waldbau gelehrt. Das ist schon ein bisschen tragisch, aber das Schöne ist, es wird ja, auch das nur als Info zwischendrin, es wird ja einen Studiengang sozial-ökologisches Waldmanagement geben. Daran wird an der Hochschule Eberswalde mit Hochdruck gearbeitet. Ja, an der Hochschule, wo Alfred Möller war. Also er würde sich, glaube ich, sehr, sehr freuen, wenn er das von einer grünen, hoffentlich bewaldeten Wolke aus mitbekommt, dass es jetzt doch wieder in eine andere Richtung geht. Also es gibt ganz, ganz viel Hoffnung, dass sich da jetzt was dreht. Und jetzt schaue ich mir nochmal eure Fragen an, die in der Zwischenzeit aufgelaufen sind. Gucken wir mal rein. Wo habe ich denn aufgehört? Ich habe gerade so aus dem Augenwinkel irgendwas gelesen mit Paulownia. Ah ja, genau. Was ist denn davon zu halten, dass nun oft geraten wird, Paulownien zu pflanzen, also dieser Blauglockenbaum, weil die so extrem schnell wachsen und viel Blattmasse bilden? Ja, also wisst ihr jetzt mittlerweile nichts, ne? Weil unsere heimischen Arten damit nichts anfangen können. Übrigens, wenn ihr das im Garten macht, alles gut, im Garten kann man experimentieren, machen wir auch. Aber die großen Ökosysteme da draußen, die uns allen gehören, da sollte man nicht rum experimentieren. Nochmal, es weiß ja kein Mensch, was da wirklich passiert. Denkt an die Taschenuhr. Wir kennen, ja, da gehen wir vielleicht nochmal kurz drauf ein. Wir kennen den Großteil der Arten nicht. Wir kennen geschätzt, das weiß ja keiner so genau, 90% aller Bakterienarten nicht, 90% aller Pilzarten nicht. Und bevor wir das nicht wissen, können wir das nicht selber zusammensetzen. Also man kann Wälder nicht machen und schon gar nicht, indem man einfach alles ändert, die ganze Grundlage und sagt, und jetzt klappt's. Also es ist ein hochriskantes Spiel, sollte man draußen im Wald wirklich nicht tun. Aber ist ja auch gar nicht nötig, weil, wie gesagt, die Bäume haben es ja drauf. Die warten ja lächelnd quasi vor der Tür und sagen, dürfen wir helfen? Wir können es nämlich noch. Studiengang, die Frage wurde gestellt, das habe ich gerade zufällig schon beantwortet. Ja, es tut mir wirklich leid, dass ihr so viele schlechte Erfahrungen gemacht habt, weil es auch nochmal hier von Holzeinschlägen die Rede, Thema nachhaltige Forstwirtschaft. Da kann man vielleicht auch mal drauf eingehen. Nachhaltig, was ist überhaupt nachhaltig? Nachhaltige Forstwirtschaft, die stammt eigentlich aus der Landwirtschaft. Die hat Hans-Karl von Karlowitz, der hat die erfunden, hat aber nicht, der hat sie sich abgeguckt. Der ist rundgereist in Europa, nach England und so, Frankreich und sonst wohin und hat gesehen, man kann Bäume wie Getreide anbauen und dann hat man den besseren Überblick. Und das hat er dann auch entsprechend eingeführt. Es hat übrigens nicht die Forstwirtschaft erfunden, weil es war ja ein Berghauptmann. Finde ich auch immer ein bisschen süß, dass die Forstwirtschaft sagt, wer hat es erfunden? Wir. Ihr kennt ja das Schweizer Kräuterbonbon, so, wer hat es erfunden? Nee, doch, es war der Bergbau. Okay. Und aus damaliger Zeit sehr verständlich, dass man Bäume in Feldern anbaut, wie Getreide. Und da kommen übrigens auch noch die ganzen Namen her, ne, mit Endnutzung, Kulturen, die angelegt werden, wie Kartoffeln, Getreide. So pflanzt man eben bis heute Bäume. Das stammt eben aus dieser Zeit. Und nachhaltig ist, man hackt nicht mehr von solchen Feldern ab, als man nachwachsen hat. Das ist eine reine Mengennachhaltigkeit. Das macht jede Kartoffelbäuerin und jeder Maisbauer, dass jedes Jahr, vorausgesetzt das Wetter spielt mit, dasselbe ernten wie letztes Jahr. Aber eine ökologische Nachhaltigkeit hieß ja, dass man das Ökosystem funktionsfähig erhält. Und da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Ne? Also da ist einiges an Nachholbedarf. So, jetzt gucken wir gerade hier aus irgendeinem Grund. Doch, müsste jetzt hier weiter runtergehen. So, Ihr Optimismus ist beeindruckend. Ja, ich habe übrigens gelernt, das haben wir auch mal in einem Podcast gehabt, über das Thema Klimadepression. War mir vorher auch nicht klar, der Unterschied zwischen Optimismus und Zuversicht. Im Gegensatz zum Optimismus ist die Zuversicht durch das Handeln begründet.
ne, dass man wirklich auch an ein entsprechendes Ergebnis glaubt. Und das tun wir. Also wir haben ja hier in der Waldakademie den großen Vorteil, dass wir sozusagen an der Quelle sitzen. Wir machen ja ganz viele Dinge, kümmern uns um Forschung, wir kümmern uns aber auch um Politik und natürlich ganz viel auch um Weiterbildung von Waldbesitzenden, Waldführern, Ausbildung und so weiter. Also ganz, ganz viele Dinge, die hier zusammenlaufen und wir sind ja nicht alleine. Also wir arbeiten mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen und ja, manchmal kann man so ein bisschen die Hoffnung verlieren oder auch die Zuversicht, aber unterm Strich gibt es so viele Optionen, wo man sagt, ey, es gibt kein zu spät, es gibt ein schwieriger und momentan manövrieren wir uns in eine immer schwierigere Lage rein, wo wir sagen, können wir jetzt nicht mal was anderes probieren? Und wir sehen da schon erste Wendemanöver. Also ich selber, sag mal, würde jetzt, wenn ich wetten müsste, ich bin ja jemand, der gerne wettet, also so bei so Privatwetten, also nicht kommerziell, sowas finde ich doof, aber wo ich einfach sage, ich wette, dass wir in den nächsten 5 Jahren die grüne Wende erleben. Wette ich. Wir müssen ja gar nicht um Betrag wetten. Wo liegt der Unterschied zwischen staatlichen oder privaten Förstern? Wer bremst beim ökologischen Waldumbau? Naja, beim ökologischen Waldumbau, wer bremst da? Ich glaube, da bremst das System sich selber aus. Staatliche und private Försterinnen und Förster, die Unterschiede sind gar nicht so groß, weil die ja alle im gleichen System ausgebildet werden. Und das System bildet so aus, dass die jungen Studierenden, mit denen wir uns auch übrigens austauschen, häufig der Meinung sind, dass ohne Waldpflege ein Wald stirbt. Und Waldpflege heißt ja nicht eincremen und streicheln, sondern absägen und neupflanzen. Also wenn man das nicht machen würde, ständig Bäume absägen und wieder nachpflanzen, würde ein Wald sterben. Jetzt würde man natürlich als Laie sagen, nein, der Wald stirbt doch deswegen, weil er so stark ausgedünnt wird. Aber so wird es halt gelehrt. Ich habe das übrigens selber so beigebracht bekommen und habe das auch lange so geglaubt. Also das System ist ja in sich schlüssig, so ist das ja nicht. Und nochmal, das sind Menschen, die arbeiten gerne für unser aller Zukunft und sie sind fest davon überzeugt, dass das so ist. Vielleicht mal ganz nebenbei, dass man sieht, wie der, ich sage mal in Anführungszeichen, oberste Forstwissenschaftler der Republik unterwegs ist, dass der Professor Bauhus, der ist Vorsitzender vom Wissenschaftlichen Beirat Waldpolitik beim Bundeslandwirtschaftsministerium und der hat mal in einem Zeitungsinterview sinngemäß gesagt, dass die Selbstheilungskräfte der Natur ein evidenzfreies Narrativ sind. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, die Natur kann sich auf den Klimawandel selber gar nicht mehr einstellen, also ohne Menschen geht das nicht. Und der Wald macht das seit 300 Millionen Jahren. Also wir haben Also der Klimawandel, den wir jetzt haben, der ist natürlich menschengemacht, gar keine Frage. Und den müssen wir auch dringend abstellen. Davon abgesehen sind Bäume schon immer mit solchen Problemen konfrontiert gewesen und haben reagiert. Auf Eiszeiten, auch auf schnelle Temperaturwechsel. Ob die das aushalten, was wir mit denen jetzt veranstalten, das weiß natürlich kein Mensch, das weiß ich auch nicht. Aber Stand jetzt können sie es noch. Also Stand jetzt müssen wir nicht rumexperimentieren. Aber nochmal, die kriegen eben vermittelt, ohne Förster und Förster überlebt ein Wald nicht. Muss man sagen, nee. Also wir brauchen schon Holz und wir brauchen verschiedene Leistungen vom Wald, aber am besten ist er natürlich alleine unterwegs, gar keine Frage. Auch eine schöne Frage. Buchenwälder und Artenarmut oder nicht? Besonders die Krautschiffe betreffend würde mich sehr freuen, wenn Sie dazu etwas sagen können. Und damit machen wir die Fragerunde erst nochmal zu. Ich komme dann aber nochmal zurück. Es gibt noch eine dritte Fragerunde, keine Sorge. Wir kommen mal auf die Artenvielfalt. Jo. Das ist ein Thema, was ich liebe. Wir tauschen uns ja hier auch mit Kritikerinnen und Kritikern aus. Ne? Und gerne sogar, weil nur so lernt man ja was. Also wir sind ja auch nicht allwissend und laden uns dann dementsprechend Leute ein, auch aus der Forstwissenschaft, die das teilweise auch echt doof finden, was wir hier machen. Aber von solchen Leuten lernt man ja unter Umständen meisten. Ist ja nicht so, als ob die nichts drauf hätten. Aber ein Fall hat man mal, wo ich sage, das war schwierig. Da geht es ums Thema Artenvielfalt und Waldbewirtschaftung. Das hört man ja häufig, dass durch Waldbewirtschaftung die Artenvielfalt steigt. Das wird so pauschal gesagt. Die Studien selber geben das natürlich nicht her. Da werden ganz bestimmte Artengruppen untersucht. Und da kann es tatsächlich sein, dass wenn ich einen Wald auflichte, dann kriege ich mehr Offenlandarten rein. Ist ja irgendwie auch logisch. Ne? Da kommt Licht auf den Boden. Dann, ja, dann kommen auch Gräser und Kräuter rein, an denen ein heimischer Wald relativ arm ist. So, warum ist das so? Jetzt müssen wir erstmal zurückgehen. Also nur Gräser und Kräuter, weil bei allen anderen Sachen explodiert die Artenvielfalt in den Wäldern. Gräser und Kräuter, das möchte ein normaler Wald nicht haben, um große Pflanzenfresser loszuwerden. Denn
Im Moment wird ja gesagt, es müssen mehr Rehe geschossen werden, sonst kommt der Wald nicht in die Gänge. Ja, also die Rehe und Hirsche, die vermehren sich, weil wir so viel Freiflächen im Wald haben, wo die Vegetation explodiert. Von Natur aus würden es Bäume dunkel halten, um ihren eigenen Nachwuchs schön langsam wachsen zu lassen und um große Pflanzenfresser vor die Tür zu schicken. So sind übrigens hier bei uns Mammut, Wollnashorn, Waldelefant und diese ganzen großen Tiere, die sind ausgestorben, gibt es eine aktuelle Studie dazu, durch das Vorrücken des Waldes, der denen diese Pflanzen sozusagen weggenommen hat durch Ausdunkeln. Und das hat dann im anschließenden Vorteil, dass nicht so viel Baumnachwuchs gefressen wird von diesen Tieren. Also der Wald schützt durch Dunkelheit auch seinen eigenen Nachwuchs vor Pflanzenfressern. Und dadurch sieht ein Wald gerade im Winter vergleichsweise öde aus. Ne? Braunes Laub, tut sich nicht viel. Ja, aber, muss man dazu sagen, auch das ist eine Forschung von norwegischen Forschenden, die haben mal 30 Gramm Buchenwalderde untersucht. Das ist letztes Jahr rausgekommen, im Sommer, glaube ich, die Studie. Und in diesen 30 Gramm geschätzt 40.000 verschiedene Bakterienarten vermutet. Wieso vermutet? Weil das kein Mensch mehr zählen kann. Also gerade bei Bakterien wird es schwierig, aber auch bei Pilzen. Also wie macht man sowas? Das macht man mit Metabarcoding. Also da wird die Probe verrührt, dann wird das DNA-Material vervielfältigt und dann per Computer analysiert und der Computer sagt, habe ich in der Datenbank, habe ich nicht in der Datenbank und so weiter. Und deswegen kann man nur grob schätzen, da in dieser Gesamtbrühe ist ungefähr geschätzt so und so viel nicht bekannten Arten drin. Und da haben die Forschenden eben geschätzt, dass da mindestens 40.000, es könnten auch deutlich mehr sein, Bakterienarten auftauchen in dieser Buchenwalderde. Und das sind nur Bakterien. Bei Pilzen sieht es übrigens ähnlich aus. Geschätzt 90% aller Pilzarten, auch hier bei uns, kennt man nicht, hat man noch nicht entdeckt. Also wir kennen praktisch keine Pilze, so könnte man es auch sagen. Das sind, wir kratzen sozusagen nur an der Oberfläche. Also wenn irgendjemand, irgendeine Person quantitative Aussagen macht, also das wäre ja Artenvielfalt, mehr Artenvielfalt ist eine quantitative Aussage. Und wenn ich sage, ich bewirtschafte Wald dann, und die Artenvielfalt steigt, müsste ich vorher zählen, und nacherzählen. Aber auch schon das Vorherzählen klappt ja nicht. Deswegen kann ich mir das Nacherzählen sparen. Das klappt dann auch nicht. Also es gibt logischerweise eine Artenverschiebung zu mehr Offenlandarten hin. Aber dass das tatsächlich mehr wird, also diese Aussage ist mehr als verwegen. Das kann man seriös nicht sagen und wird man möglicherweise nie können. Das Einzige, was wir wissen, ist, unsere heimischen Wälder sind extrem artenreich. Und übrigens Buchenwälder, Buchenurwälder, da wächst ja nicht nur Buche. Da wachsen Dutzende von verschiedenen Baumarten. Sehr, sehr baumartenreich, sehr, sehr artenreich insgesamt. Diese monotonen Buchenwälder, die wir bei uns haben, das sind Plantagen, das sind auch Wirtschaftswälder, wo vielleicht kommt noch eine oder zwei andere Baumarten drin vor. Das ist so ein bisschen so ähnlich, als wenn ich eine Teakholzplantage in den Tropen mit tropischem Regenwald vergleiche und sage, Mensch, diese Teakholzplantage ist aber artenarm und wenn ich die ordentlich auflische, kriege ich wenigstens noch Steppengras rein. Jo, dann wird diese Plantage vielleicht ein bisschen artenreicher, aber nochmal, man muss ja das Originalökosystem vergleichen mit dem, was wir in Wirtschaft rausmachen und das ist halt ein bisschen dünn. Wir kommen aber nochmal zu diesem schönen Buchenurwaldbild zurück, das ist nämlich hier im Hintergrund gerade. Das ist deswegen schön, das ist ein Buchenurwald, den haben wir, Tobias, Johanna und ich, in Rumänien besucht. Der ist jetzt nicht in dem Projekt Carpathia, glaube ich, Tobias. Ich glaube, der war außerhalb, aber das war eine Forschungsfläche von der Universität Brasov. Das war irre. Also da kann man mal was dazu sagen. Was macht denn Wald eigentlich und was kann Wald? Dieser Buchenurwald, der hatte, wenn ich mich recht erinnere, pro Hektar, also das ist eine 100 mal 100 Meter Fläche, 1200 Kubikmeter oberirdische Baumbiomasse plus 400 Kubikmeter Totholz, das hat man irgendwie gar nicht richtig gesehen, dass das so viel ist, aber es sind halt mächtige Stämme, man sieht so einen im Hintergrund liegen. Und unterirdisch weiß man nicht, da kenne ich jetzt keine Zahl, aber viele Forschende vermuten, dass unterirdisch die Biomasse ähnlich hoch ist. Bei uns in den Wäldern haben wir so grob 360 Kubikmeter oberirdische Biomasse, Tendenz stark fallend, ne, durch diese Borkenkäferkahlhiebe, also nur ein Bruchteil davon. Und je mehr Biomasse, desto feuchter, desto mehr kann das System arbeiten, desto resilienter wird das auch in Bezug auf den Klimawandel. Und da gibt es zum Glück in den Karpaten immer noch große Buchenurwälder. Ja, die sind schwer unter Beschuss, übrigens auch wegen unserem deutschen Holzverbrauch. Ein Teil davon landet ja sogar als Pellet hier bei uns. So viel zum Thema ökologische Pelletheizung. Aber wir können daraus was lernen. Wir lernen ja, was Ökosysteme können, wenn wir sie in Ruhe lassen. Das ist ja immer der Punkt. Ne? Wir haben es alle in der Hand. Mehr Waldfläche in Deutschland zu haben, uns ein bisschen zurückzunehmen
und diese Effekte zu haben. Und da gibt es tolle Untersuchungen, dass in den letzten 50 Jahren die Buche in den Westkarpaten vitaler geworden ist. Also das heißt, die hat möglicherweise sogar Ausbreitungspotenzial im Klimawandel. Das wurde jetzt für etwas höher gelegene Regionen untersucht, aber in der Studie taucht es auch auf, dass möglicherweise das eben auch für tiefere Regionen gilt, dass die Buche insgesamt in ungestörten Buchenwaldökosystem, nochmal in der die Buche die Leitbaumart ist, aber eben ganz, ganz viele andere Baumarten und natürlich auch Tierarten, Pilze, Bakterien, Insekten und so weiter vorkommen, dass die möglicherweise sogar aktuell etwas vitaler wird, wenn man sie in Ruhe mit ihrem System arbeiten lässt, in diesem Waldorganismus-System. Und das ist doch eine gute Nachricht. Also nochmal, wir müssen nicht in fremde Länder gucken und nicht Roulette spielen mit Baumarten, die wir überhaupt nicht kennen. Ich sage nur als Beispiel Roteiche. Das lese ich immer wieder, dass bei irgendwelchen Pflanzaktionen gepflanzt wird. Das Laub dieser Roteiche ist toxisch für unser Bodenleben. Das weiß man schon. Ne? Das ist Gift. Ne? Das sollte man also nicht tun. Und die heimischen Ökosysteme können es. Es gibt eine Untersuchung aus Mecklenburg-Vorpommern, dass unter Kiefernbeständen des Untersuchungsgebiets das Grundwasser fällt und unter Buchenbeständen das Grundwasser steigt. Oh, also wenn wir was am Grundwasser tun wollen, können das heimische Laubwaldökosysteme besser. Warum? Naja, es ist eigentlich ganz einfach die Erklärung. Laubbäume lassen im Winter ihr Laub fallen, das machen die ja nicht zufällig. Ne? Dann fällt der Winterniederschlag ungebremst auf den Boden durch, kann sich schön speichern und wir wissen ja jetzt, ja, es kommt auf den Winterniederschlag an. Das ist ja alles kein Zufall. Die Bäume hatten ja nun Dutzende von Jahrmillionen Zeit, sich darauf anzupassen, auf ihr Lieblingsökosystem. Und logischerweise speichern sie dadurch eben viel, viel, viel mehr Wasser im Boden als Kiefern oder auch Fichten, die in den benadelten Kronen, die ja auch im Winter benadelt sind, eben bis zu einem Drittel des Niederschlags abfangen und ungenutzt wieder in die Atmosphäre verdunsten, bevor sie überhaupt den Boden erreicht. Deswegen ist es ja häufig so sehr, sehr trocken. Übrigens auch Waldbrände, dagegen sind heimische Laubwaldökosysteme die beste Versicherung. Die brennen nämlich nicht. In denen gibt es keine Waldbrände. Punkt. Also das Totholz, was da am Boden liegt, das ist wie ein riesiger Schwamm, das saugt Wasser auf. Übrigens, selbst bei abgestorbenen Nadelbaumplantagen, ich habe das im Harz gesehen, Nationalpark, letztes Jahr wann waren wir da? Im Juli, glaube ich, das war ja auch furztrocken da. Das ist so das Typische für Leute, die sich da auskennen, macht ihr vielleicht demnächst auch, mal so ein bisschen die äußere Schicht weggepittelt, mit dem Daumen reingedrückt, sprudelt das Wasser raus. Nach, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen es da nicht geregnet hat, die Talsperren, die waren fast leer. Das Totholz ist eine Feuerbremse. Natürlich kann es auch brennen, ne? Gar keine Frage. Aber das senkt die Brandtemperatur. Und wo solche Waldbrände ausbrechen, das sind meistens große Kahlschläge, wo dünnes Reisig in der Sonne brät. Ne? Da steigt die Bodentemperatur ja teilweise über 60 Grad an. Das trocknet natürlich aus. Und dieses ganze dünne Zeug, was nach der Holzernte übrig bleibt, das brennt gut. Und im Südharz, im Nationalpark, im sächsisch-anhaltinischen Teil, den wollte man ja schon auflösen und fängt da an, Totholz zu räumen. Und dann schaut man sich mal die Brandkarte des Ministeriums an und dann sieht man, dass die allermeisten Waldbrände im Nationalpark entlang der Brockenbahn entstanden sind. Eine kohlebefeuerte Bahn, wo halt natürlich oben raus immer Kohlebröckchen fliegen. Also ich habe da selber schon auf so einer Plattform gestanden. Das ist eine wunderschöne Dampfeisenbahn. Aber muss man die in heißen Sommern betreiben? Soweit ich weiß, wird das jetzt da teilweise auch ein bisschen besser gemanagt, dass man die dann halt mal stehen lässt. Ist ja nicht überlebensnotwendig. Ne? Also wenn sowas im Nationalpark fährt und da brennt es dann links und rechts neben den Gleisen, sollte man nicht den Nationalpark auflösen und auch nicht das Totholz räumen, sondern vielleicht mal die Bahn stehen lassen ab und zu. Oder eher in den regenreichen Monaten, zum Beispiel im Winter, betreiben. Aber gut, also so nebenbei, heimische Waldökosysteme nochmal, die haben es so richtig, richtig, richtig gut drauf, nach wie vor. Und vielleicht macht ihr euch selber mal einen kleinen Volkssport draus. Also ich mache das wirklich ganz oft, wenn ich irgendwo aus der Bahn raus, aber das geht natürlich auch beim Wandern oder sonst wo, wenn ihr irgendwo mal alte Industrieanlagen seht, Hausruinen, sonst irgendwas und schaut mal, was Bäume da aushalten, wo die überall wachsen können und Fuß fassen. Heimische Baumarten, das ist wirklich irre. Und so weit sind wir ja draußen in der Fläche, in den Wäldern mit den Böden überhaupt noch nicht. Also so schlecht, solche schlechten Bedingungen wie in einer Industrieanlage, die sich im Sommer glühend aufheizt, das Mauerwerk und obendrauf wachsen Birken. Ne? Wo man sagt, Mensch, wie machen die das? Also ich meine, beim Birken muss man sagen, die haben einige Nackenschläge bekommen in den trocken, heißen Sommern. Und ich habe da mal mit einem befreundeten Wissenschaftler darüber gesprochen. Also wir können uns das beide nicht erklären. Wir vermuten, dass da vielleicht doch auch noch irgendein Pilz mit im Gange ist, weil nur die Trockenheit kann es nicht sein. Die Birke hat eine irre Verbreitungsreichweite. Die kommt von Spanien bis Schweden vor.
Die kann eigentlich überall wachsen. Aber nochmal, die allermeisten Bäume haben es drauf. Übrigens ein kleiner Tipp noch nebenbei, wenn ihr was für euren Garten braucht. Auch da sind heimische Bäume natürlich widerstandsfähiger als nicht heimische Bäume. Da würde sich zum Beispiel anbieten die Hainbuche, der Feldahorn, die Zitterpappel, ne, solche Baumarten. Die kommen da sehr, sehr gut zurecht, haben kein großes Allergiepotenzial, das sollte man auch berücksichtigen, und bieten halt ganz vielen heimischen Arten auch ein Zuhause. Ich lese euch mal aus dem dritten Buch noch was vor und dann kommen wir zu unserer letzten Fragerunde. Und zwar ist das ein Buch, finde ich echt klasse, von Heinrich Kotter. Der hat quasi den Waldbau erfunden. Also Anweisung zum Waldbau, Heinrich Kotter, 1821, weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich besorge mir die Dinger immer gerne im Original. Und wenn es geht, zu Lebzeiten der jeweiligen Autoren, in dem Fall sind es halt nur Männer gewesen, weil man dann sicher sein kann, dass da nichts gedruckt worden ist, was sie nicht gesagt haben. Also in späteren Ausgaben, die da vielleicht kommentiert sind oder verändert, da kann das anders sein. Aber ja, man guckt sich das eben sehr, sehr gerne im Original an. So, und dann schauen wir mal, was hat der geschrieben? Forstwissenschaftler, hat den Waldbau erfunden, kann man gar nicht oft genug betonen. Ihr denkt vielleicht noch an den Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats, der sagt, die Natur kann es gar nicht mehr selber. Der schreibt, die Wälder bilden sich und bestehen also da am besten, wo es gar keine Menschen und folglich auch keine Forstwissenschaft gibt. Und diejenigen haben demnach vollkommen recht, welche sagen, sonst hatten wir keine Forstwissenschaft und Holz genug, jetzt haben wir Wissenschaft, aber kein Holz. Jetzt sagt er, okay, ich kürze das mal ab, das kann man natürlich auch zum Arzt sagen, ne? Es gibt gute und schlechte Ärzte und so weiter und so fort, aber wir schauen mal, was er zu den Wäldern sagt. Und zwar schreibt er, auch der gute Forstwirt lässt also die Wälder geringer werden. Und selbst wenn man es gut macht, werden die Wälder schlechter in Bewirtschaftung. Aber nur da, wo es nicht zu verhindern ist. Der Schlechte hingegen verdirbt sie überall. Ohne alle Benutzung wird der Waldboden immer besser. Bei ordnungsgemäßer Wirtschaft in Klammern bleibt er in einem natürlichen Gleichgewicht. Bei einer fehlerhaften wird er schlechter. Der gute Forstwirt nimmt den höchsten Ertrag aus dem Walde, ohne den Boden zu verderben. Der Schlechte verdirbt diesen, während er vielleicht nur die Hälfte des wahren Ertrags bezieht. So, und damit, das kann man dann noch schön übersetzen in die moderne Zeit. Also, nochmal zusammengefasst. Der Wald gedeiht ohne den Menschen am besten. Heinrich Kotter, 1860, Erfinder des Waldbaus. Ohne den Wald gedeiht der Menschen am, ohne Mensch gedeiht der Wald am besten. Und selbst die beste Forstwirtschaft hält diesen Prozess an. Also der Boden wird dann nicht mehr immer besser, sondern bleibt halt in einem Gleichgewicht stehen. Aber immerhin, das wäre ja schon mal was. Und die schlechte Forstwirtschaft verdirbt das Ganze. Und das Ganze war ja noch ohne Maschinen. Ne? Bedenken dran, Pferdewirtschaft, gar keine große Bodenverdichtung, diese ganzen Sachen, das war damals ja alles noch in weiter Ferne. Also die Leute sind sehr, sehr demütig mit Wissen umgegangen. Da können wir vielleicht von Charles Darwin die Folie mal einblenden, Tobias. Der hat nämlich einen sehr schönen Spruch gesagt, den muss ich gleich mal ablesen. Den kann ich nämlich auch nicht auswendig. Hol mir mal das Notebook gerade hier auf den Schoß. Da könnt ihr den Spruch aber direkt mitlesen. So, Moment, dauert einen kleinen Augenblick. Derzeit gucke ich schon mal so ein bisschen eure Fragen nochmal durch. So, ich warte mal gerade ab. Bei dir ist es schon drauf, ne? Oder? Ja, das dauert immer einen kleinen Moment. Naja, kleine Verzögerung. Stammt von Charles Darwin. Ist übrigens schon mal ein kleiner Auszug aus unserem Buch, was Professor Pierre Ebisch und ich geschrieben haben, Ende April rauskommt. Dies sollte uns die Überzeugung von unserer Unwissenheit über die Wechselbeziehung zwischen allen organischen Wesen verschaffen. Eine Überzeugung, welche ebenso notwendig als schwer zu erlangen ist. Das hat Charles Darwin gesagt. Also, die Wissenschaft hat das immer schon drauf gehabt. Die gute, die gibt es ja auch heute noch. Ne? Es gibt ja heute auch noch sehr gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die demütig sind und sagen, wir wissen so wenig, wir wissen so wenig. Und das ist wichtig, sich das einzugestehen, wie man mit Unwissenheit umgeht. Also wer für alles eine Lösung hat, hat keine Ahnung. Ich glaube, das gilt für sehr, sehr viele Felder. Aber beim Wald ist es eben noch viel schwieriger. Also nochmal, wir können den Klimawandel nicht weiter vorhersagen, wie der lokal wird. Wir wissen nicht, wie das Ökosystem im Detail reagiert. Wir wissen, dass es noch
gut funktioniert. Warum das genauso ist, auch das wissen wir nicht. Wir kennen ja noch nicht mal unseren eigenen Körper. Wir wissen bis heute nicht, wie ein Gedanke entsteht. Wir wissen bis heute nicht, wie 100 Milliarden Neuronen hier im Oberstübchen sagen, hey, das bin ich. Weiß keiner, wie das geht. Übrigens vielleicht das als Anekdote mal nebenbei. Um das besser zu verstehen, wird unter anderem an Einzellern geforscht, an Schleimpilzen, die sich zusammentun und sich Dinge merken, so ähnlich anscheinend wie wir. Da wird zum Beispiel an der TU München dran geforscht, das habe ich auch mal in einem Podcast besprochen mit einer Schleimpilzforscherin, nochmal, die versucht, unser Gehirn zu verstehen und sagt, das machen scheinbar völlig blöde Lebewesen offenbar so ähnlich wie wir. Also man weiß sehr, sehr wenig und sollte vor allem die ganzen Mitlebewesen nicht unterschätzen. Wäre sehr, sehr schade. So, jetzt schauen wir mal rein. Jetzt haben wir hier eine ganz typische Frage. Da geht es um die Pflege von artenarmen oder artenreichen Offenlandschaften. Ja, schwieriges Thema. Wir sind ja hier in einem Urwaldland. Also ich sag mal, anschauliches Beispiel. Brasilianer hacken irgendwo Regenwald ab. Ist ja, glaube ich, jetzt gerade wieder im Februar 200 Quadratkilometer weg gewesen. Hacken den Regenwald ab, machen da draus Sojaanbau, der Boden laugt aus, dann wird das eine Graslandschaft, es kommen Tiere drauf, Viehweide und anschließend sagt man, Mensch, das stellen wir unter Schutz. Und der Regenwald möchte dann zurückkommen und man hackt dann aber immer die zurückkehrenden Bäume ab. Das ist dann nicht gut, ne? Weil wir würden sagen, hey, da soll auch der Regenwald zurückkommen. Ist doch schön, wenn das so noch klappt. Und genau das passiert bei unseren offenen Landschaften, ne, Wacholderheiden zum Beispiel, irgendwelche Magerrasen, da passiert das. Da wandert der Wald zurück und der wird dann abgehackt, abgebrannt, entbuscht und so weiter. Das ist kein Naturschutz, das ist streng genommen Kulturschutz. Aber, also A, kann man das aus Kulturschutzgründen machen, finde ich völlig in Ordnung, dass man eine Lüneburger Heide zum Beispiel erhält. Und zum Zweiten gibt es da mittlerweile kulturfolgende Arten, die andernorts auf der Welt eben auch schon kurz vor dem Aussterben stehen. In solchen Fällen, finde ich, kann man solche offenen Landschaften auch weiter offen halten, weil dann sollte man die Arten schon erhalten, die woanders dann kein Zuhause mehr haben und hier halt ein Zweitzuhause gefunden haben in einer ehemaligen Waldlandschaft. Also wenn man das hier und da macht, ist das völlig okay. Ansonsten, es ist ja auch nicht das Problem, dass man solche Landschaften pflegt, sondern dass wir großflächig, nämlich die Hälfte unserer Gesamtfläche entwaldet hat, natürlich in historischer Zeit, aber jetzt auch entwaldet hält, nämlich in der landwirtschaftlichen Fläche. Und wenn wir zum Beispiel überlegen, dass wir 20.000 Quadratkilometer alleine für Agrosprit und Biogas haben, was ja nach Aussage der Wissenschaft eher klimaschädlicher ist als das fossile Pendant, das wären so typische Flächen, wo man sagt, da lassen wir doch da in den Wald zurückkehren und lassen uns solche alten Offenlandschaften, das sind ja gar nicht so viele, auch offen halten. So, jetzt schauen wir mal rein, was haben wir sonst noch? Anfragen, Schleimpilzforschung, ob ich da den Link nennen kann. Also da könnt ihr mal gucken in unsere Podcast-Folgen, da steht das drin. Da ist eine Folge, ich weiß gar nicht, das war letztes Jahr, da ist dieses Interview drin mit der Schleimpilzforschung. Also hochspannend, kann man nur empfehlen. Was hältst du von einem staatlich kontrollierten Biosiegel für Holz aus echter ökologischer Waldwirtschaft? Also Biosiegel sind ganz schwierig. Also wir haben aktuell für meine Begriffe kein richtig funktionierendes Biosiegel. Übrigens, also auf Waldprodukte bezogen, PEFC, FSC, wie die alle heißen, funktioniert für meine Begriffe nicht. Da gibt es auch eine entsprechende Studienlage dazu, dass das die Entwaldung praktisch nicht stoppt. Ich habe es übrigens selber schon gesehen in Schweden, FSC-Siegel auf Urwaldholz. PEFC ist für meinen Begriff noch ungünstiger, weil das, die Standards einfach noch schlechter sind. Die Frage ist, was für Holz soll man denn dann kaufen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also man sollte einfach weniger Holz verwenden. Das wäre, glaube ich, der richtige Ansatz. Aber ein staatlich kontrolliertes Siegel, also der Staat ist im Moment, glaube ich, eh überfordert damit. Ganz im Gegenteil, werden die privaten Siegel aktuell eingesetzt, um staatliche Förderungen zu kontrollieren. Also eine ganz bizarre Geschichte, aber das wäre, glaube ich, nochmal was für einen eigenen Themenabend. Jetzt gucken wir mal hier weiter durch. Was haben wir hier? In welchem Verhältnis sollte in Deutschland der Wirtschafts- und der Naturwald stehen? Kapitalismus versus Klimaschutz. Naja, dafür gibt es keine Faustformel. Die Frage ist, wir hängen ja alle von der Natur ab. Das haben wir alle miteinander ein bisschen vergessen. Wir hängen alle von einer dünnen, krummen Erdschicht ab, die sich um die Landfläche unseres Globus spannt. Ne, oft nur einen halben Meter oder noch weniger tief. Davon leben wir alle. Alle. Und wir bringen das immer mehr durcheinander und irgendwann reißt dieses Netz. Ne? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wir müssen nicht die Natur da schützen. Also um die Natur mache ich mir gar keine Sorgen, gar keine.
Also das ist in spätestens 1 Million Jahre alles wieder verheilt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist ja, wie geht es uns dabei? Wie können wir alle miteinander überleben? Und wir brauchen die Natur. Also jetzt auch dieser Raum hier, das ist ja nur eine Essenz aus Natur, dass wir uns gerade im Internet sehen. Das ist alles Energie, die aus der Natur stammt, mit Geräten, die mit Naturmaterialien gebaut wurden. Also alles stammt aus der Natur. Und wie viel Natur wollen wir uns leisten? Natürlich so viel wie möglich, weil sonst gibt es uns irgendwann nicht mehr. Aber die Frage war ja vielleicht ein bisschen auf den Wald gemünzt. Wirtschaftswald, also wir haben in Deutschland an echten geschützten Flächen eben sehr, sehr wenig im Wald. Es sind ein paar Prozent nur und das ist viel zu wenig. Also wenn man zum Beispiel mal nach Ruanda schaut, Ruanda hat 10% der Landesfläche unter wirklich strengem Schutz. Und wir in Deutschland noch nicht mal 0,7, wo Natur sich selber entfalten darf. Und Waldfläche ist eben nur ein Teil dieser 0,7%. Es ist halt viel zu wenig. Also wir sollten mehr Fläche für die Natur zur Verfügung stellen. Also mein persönlicher Wunsch wäre, 30% der Waldfläche unter Schutz zu stellen. Das klingt jetzt radikal. Nein, also ich bin nicht radikal. Ich möchte überleben. Ich möchte es nicht so heiß haben. Ich möchte es nicht so trocken haben. Und jetzt mal ganz im Ernst. Also wenn es darum geht, Wasser oder Holz, dann bin ich für Wasser. Mehr Grundwasser, mehr Regen. Und es geht ja gar nicht um entweder oder. Es geht um weniger Holz, mehr Natur. Und wenn wir die Waldfläche vergrößern, nochmal, wenn wir anfangen, landwirtschaftliche Fläche zumindest etwas wieder herzugeben für die Natur, dann können wir auch nach wie vor Holz gewinnen. Aber wir haben eben deutlich mehr funktionierende Ökosysteme. Und unter Schutz stellen heißt ja nicht, da gibt es ja so ein blödes Wort, stilllegen. Man kann Wald ja gar nicht stilllegen. Das arbeitet ja das Ökosystem aus. Wenn man die Tiere fragen würde, würden die sagen, hä, was? Ihr habt uns stillgelegt? Nein, natürlich nicht. Da steht ja nur die Motorsäge still oder der Harvester. Und wir kriegen alle eine Riesenfreude, wenn wir große Schutzgebiete haben, in denen, sagen wir mal, Wisente leben und Elche leben und Luchse und Wölfe und so weiter und die Bäume machen können, was sie wollen. Das ist Wahnsinn, sowas vor der eigenen Haustür zu haben. Also ich wünschte mir sowas wie in Rumänien und das kann eben hier auch wieder passieren. Wenn man eben mit den ältesten Waldgebieten in Deutschland anfängt, die wir noch haben, das ist wie gesagt hier zum Beispiel in Wershofen, wenn ihr uns hier mal besuchen mögt, in der Waldakademie. Das Urwaldprojekt sind wirklich wunderschöne Wälder, die hier unter Schutz stehen. Alte Buchenwälder, teilweise 200 Jahre alt. Aber den Steigerwald zum Beispiel oder den Spessart. Es gibt überall Waldgebiete, die man dringend schützen sollte und wo wir insgesamt trotzdem nicht mehr auf mehr als ein paar Prozent kämen. Also das wäre so meine Wunschvorstellung zu dieser Frage. Gucken wir mal gerade, dass sich das hier mal erneuert, dass wir mal ein bisschen durchgucken. Wie groß muss eine Waldfläche sein, um sich selber zu halten? Ja, das ist auch eine schöne Frage. Kann ich leider auch nicht beantworten. Also man weiß, dass so richtig echtes Waldinnenklima, also richtig voll funktional, erst 1 Kilometer entfernt von dem nächsten Acker, der nächsten Stadt und so weiter entsteht. Also von der Waldkante. 1 Kilometer rein und zwar ein richtiger Wald. Also keiner, der jetzt mit Kahlschlägen und so weiter ist, sondern ein richtiger Wald. 1 Kilometer und dann haben wir den ersten Quadratmeter echtes Waldklima. Also dann müsste ein Wald... Jetzt eine Idealvolle hätte 2 mal 2 Kilometer, dann habe ich da drin 1 Quadratmeter echtes Waldklima. Also je größer, desto besser. Aber andersrum gesehen, ein Baum ist besser als keiner. Also wenn ihr einen Baum in eurem Garten habt, einen großen alten Baum, setzt euch mal im Sommer drunter und dann vergleicht es mal mit, wenn ihr euch unterm Sonnenschirm setzt, unter dem Baum ist es locker 1-2 Grad kühler. Das merkt man. Macht das mal. Ja? Nächsten Sommer, kommt ja bald. Setzt euch mal vergleichsweise drunter, da macht ein Baum schon den Unterschied. Und für die Tiere auch. 3 Bäume sind besser als einer, 100 Quadratmeter sind besser als 10 und so weiter. Also groß genug gibt es nicht, aber zu klein umgekehrt auch nicht. Jeder Baum zählt, gerade in den Städten. Jetzt gucken wir mal, ja, was es sonst noch gibt hier. Also ich kann leider nicht alle beantworten, ich gehe nur mal so ein bisschen durch und gucke mal, kommt hier, das hat Tobias reingesetzt in den Studienthemen. Sommer, Solingen 2022, Sommer, seit mindestens 3 Wochen kein Regen. Auf die Frage beim Förster, warum Holzsammler mit PKW im Wald sind, ja, das ist richtig, damit das brandgefährliche Totholz genommen wird. Das hatte ich vorhin schon mal beantwortet. Also Totholz ist wichtig für den Wald, ist wichtig. Wir haben in Deutschland, also es wird ja gestritten, was ist überhaupt Totholz? Für mich sind das dicke Stämme und davon haben wir nur ein paar Kubikmeter pro Hektar und von Natur aus müssten es Hunderte sein. Also wir haben einen riesen Mangel an diesem Holz, was, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, ja eher eine Brandbremse gibt, übrigens zum Thema Waldbrand. Gefährlich ist ja nicht das Totholz, gefährlich sind diese Nadelbaumplantagen. Kiefer, Fichte, im trockenen Sommer brennen die ja lebendig wie Benzinfässer.
Und das, die Diskussion wird so auf so eine Schattendiskussion aufs Totholz gelenkt. Nein, es sind die Nadelbaumplantagen, die die Waldbrandgefahr massiv erhöhen. Und leider werden die halt immer noch in großem Umfang gepflanzt. Man pflanzt natürlich dann nicht mehr Fichte, aber man pflanzt noch viel Kiefer, man pflanzt Douglasie und solche Sachen. Also wenn man keine Waldbrände möchte, darf man keine Nadelbäume pflanzen. Schauen wir mal, was war das? Genau, guck mal so ein bisschen auf die Zeit und jetzt zeigt mir noch ein bisschen die Zeit an. Was haben wir denn hier? Ach, tatsächlich, 1928. Also ihr seht schon, ich könnte endlos mit euch reden. Ganz zum Schluss möchte ich euch auf was hinweisen. Ich werde oft gefragt, was kann ich denn als einzelner Mensch tun? Ihr könnt natürlich Papier sparen, Holz sparen. Ihr könnt aber auch aktiv im Waldschutz euch betätigen, zum Beispiel in unserem Urwaldprojekt. Da könnt ihr wirklich quadratmeterweise alten Wald schützen, den wir dann gemeinsam mit euch pachten für das nächste halbe Jahrhundert. Das ist nämlich genau die Zeit, um die es geht. Und eine Heimat bieten für diese ganzen Tier-, Pflanzen-, Pilz-, Bakterienarten, über die wir heute gesprochen haben. Also wenn ihr im Anschluss an diese Veranstaltung sofort Wald schützen wollt, das geht für einen Quadratmeter für ein paar Euro und einmalig, dann ist schon wieder sofort draußen was geschützt, wird übrigens sogar im Grundbuch eingetragen. Also wenn ihr mögt, Urwaldprojekt der Waldakademie, könnt ihr auf der Homepage nachschauen, würde mich sehr freuen, wenn die geschützte Waldfläche wächst und wer weiß, vielleicht sind wir eines Tages bei deutlich mehr Prozenten als heute. Also vielen, vielen Dank, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr heute dabei wart. Mir macht das eine Riesenfreude, ihr merkt das schon. Und ihr wisst ja, ihr könnt mich hier auch besuchen, wir bieten ja massig Veranstaltungen an, aber auch das tolle Team. Also wir haben, ja, also ich muss glaube ich aufhören, vor lauter Begeisterung platze ich sonst. Ich wünsche euch vor allem ganz viel Optimismus und Zuversicht. Seid zuversichtlich, wir schaffen das. Also es nützt keinem, den Bäumen auch nicht, wenn wir in Trübsal versinken, sondern ich habe euch heute hoffentlich genug Chancen aufgezeigt, die wir zusammen mit den Bäumen haben. Und die liegen eben meistens daran, dass wir die Bäume machen lassen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine optimistische, waldgrüne, zuversichtliche Zukunft. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.